Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Studienvorstellung auf der Suche nach dem Superbaum von Stefan Börmicke. Und auch im Namen von Martin Häusling darf ich Sie sehr herzlich begrüßen. Mein Name ist Boris Mijatovic. Ich bin Mitarbeiter und technischer Verantwortlicher hier in dieser Sitzung und übergebe gleich das Wort an Martin Häusling und grüße auch das Podium. Und er begrüßt das Podium. Ich bin eigentlich nur für die technischen Sachen zuständig, wie Sie merken, möchte darauf hinweisen, dass wir das Webinar an der Stelle aufnehmen, um es vielleicht später zu veröffentlichen. Für Ihre Fragen besteht die Möglichkeit, schriftlich diese einzureichen. Wir würden dann mit dem Vornamen und dem ersten Buchstaben des Nachnamens Ihren Beitrag aufrufen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, mit Handzeichen sich zu melden. Und ich würde Sie dann freischalten. Dann bekommen Sie bei sich auf dem Bildschirm ein kleines Fenster, das Sie freigeben müssen. Und dann können Sie Ihren Beitrag entsprechend selber beibringen. Martin würde mich dann zum Diskussionszeitpunkt aufrufen und dann bin ich aus dem Off zu hören. Also nicht erschrecken, wenn dann Ihre Frage vorgelesen wird. Soweit wäre es das, glaube ich, von meiner Seite. Ich gucke nochmal auf meinen Zettel und würde dann übergeben an Martin Häusling. Ja, von meiner Seite schönen guten Morgen. Schön, dass so viele teilnehmen an unserem Webinar. Eigentlich wollten wir jetzt in Berlin stehen und die Studie vorstellen, wie wir es eigentlich immer gemacht haben. Nun, die Ereignisse haben gezeigt, dass das nicht mehr geht. Aber trotzdem freut mich das Interesse an der Studie und ich glaube, kein Thema neben der gegenwärtigen Pandemie muss uns langfristig mehr besorgen als das, was draußen in unserer Umwelt passiert. Wir haben jetzt wahrscheinlich das, auch wenn es ein bisschen geregnet hat, das dritte Jahr in Folge mit einer enormen Trockenheit. Und jeder, der durch den Wald geht oder jeder, der auf den Wald schaut, wird sehen, dass wir dramatische Veränderungen im Wald haben und dass wir tatsächlich dringend Lösungen und Antworten suchen müssen, wie wir damit umgehen. Um es deutlich zu sagen, es wird nicht damit getan sein, dass wir jetzt Geld in die Hand nehmen und einfach neue Bäume pflanzen, weil wir noch gar nicht wissen, wie und in welcher Art der neue Wald entstehen soll, der da aufgebaut werden muss. Und das haben wir in unserem Vorwort auch gesagt, wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir was in der Forstwirtschaft machen. Es muss auch in der Forstwirtschaft ändern. Das Ganze ist überschrieben mit die Suche nach dem Baum, den es nicht geben wird. Das darf ich von vornherein beantworten, dass insgesamt nicht so sein wird, dass wir einfach Bäume austauschen, sondern wir haben ein Grundsätzliches. Ich selbst bin ja AK-Sprecher der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament. Wir arbeiten da an der neuen Waldstrategie und an den Möglichkeiten, auch die Auswirkungen der europäischen Politik in Ländern des globalen Südens zu verändern, dass wir auch da mit unserer Politik einiges an Verwüstungen. Ich darf ganz herzlich begrüßen und ich fange damit an mit unserem Autor Stefan Börmicke, der ja schon mehrere Studien erarbeitet hat. Zuletzt, wir sind dann mal weg, Studie zum Verlust der Biodiversität. Ich darf ganz herzlich begrüßen Andreas Krüger, NABU-Chef. Darf man eigentlich noch sagen, neu? Ich weiß, neu ist er ja gar nicht mehr im Amt. Ich darf herzlich begrüßen, die jetzt wieder auf dem Schirm ist, ja, Frau Professorin Dr. Jana Heinzel, Biodiversitätspolitik vom WWF. Und last but not least Professor Dr. Jair Ibisch, der uns zugeschaltet ist, der von der Schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Die jeweiligen werden sich dann selber vorstellen. Ich darf jetzt zügig übergeben und überleiten zu Stefan Börnicke, der sich die Studie vorstellen wird in 20 Minuten. Und dann werden wir die jeweiligen Referenten einen Kommentar dazu abgeben, dass wir dann in eine Diskussion einsteigen, zu der sich alle zuschalten können. Bitte, Stefan Börnicke, die Präsentation und vielen Dank für die Arbeit und gestern. Ja, moin, einen wunderschönen und guten Tag hier aus Kassel.
Stefan Börnecke ist mein Name. Wie gesagt, ich bin seit mehr als 30 Jahren Redakteur der Frankfurter Rundschau gewesen und arbeite jetzt seit 2011 freiberuflich und habe in dieser Zeit verschiedene Studien für Martin Häusling angefertigt. Und jetzt warte ich auf die Präsentation, die vielleicht auch kommt. Kommt oder kommt nicht. Da ist sie. Und die aktuelle Studie befasst sich, wie eingangs von Martin Häusling gesagt, eben mit der aktuellen Situation im Wald, die aus meiner Sicht einen wesentlich stärkeren Fokus in der Öffentlichkeit verdiente, als sie ihn bisher hatte. Als ich vor einem Jahr diesen Auftrag bekommen habe, diese neue Studie anzufertigen, war mir noch nicht klar, dass ich eigentlich die Fortsetzung der letzten schreibe, nämlich die unheimliche Artenerosion, die sich damals befasste mit dem Artenschwund in unserer Landwirtschaft auf den Feldern und Wiesen und damals zeitgleich mit der Krefelder Studie zum Insektensterben erschienen ist. Sie ist inzwischen in der dritten Auflage. Die Verbindung zwischen der jetzigen aktuellen Studie Wald und der alten zur Landwirtschaft und zur Biodiversität hat die Verknüpfung darin, dass die Landwirtschaft viel, viel stärker, und das ist neu für mich, Einfluss auf den Wald ausübt, als vorherzusehen war. Oder vielleicht auch, weil man darüber nicht mehr spricht oder nicht gesprochen hat. Boris? Die Studie, so wie der Vor... Na, was ist das jetzt hier? Vortrag haben drei Kernaussagen. Die erste Kernaussage, über die bin ich gestolpert, als ich im vergangenen Herbst, im Oktober in Haltern am See auf dem Waldkongress der Grünen war und Professor Ibisch maßgeblich sehr eindringlich und eindrücklich geschildert hat, dass wir im Buchenwald nicht nur einen einfachen, normalen Wald zu sehen haben, sondern dass dieser Wald tatsächlich im Klimawandel eine viel, viel größere Rolle spielt, als wir das gemeinhin annehmen. Er hat sehr deutlich gemacht, dass zwischen Wald, den wir an heißen Sommertagen sehr gerne aufsuchen, weil es sehr etwas kühler ist, dass die Temperaturunterschiede bis zu 20 Grad ausmachen können zwischen Stadt und Wald und dass dieses insgesamt dann tatsächlich eine klimawirksame Funktion darstellt. Punkt zwei ist, und das war ebenfalls sehr überraschend für mich, ist, dass als wir in den 80er Jahren über das Waldsterben gesprochen haben und uns bereits in Fichten, in einer Landschaft wähnten, die frei von Fichten und anderen Bäumen ist, haben wir übersehen, dass es damals Gründe gab, die bis heute fortwirken. Und zwar einer dieser Gründe, und darauf komme ich dann im späteren Verlauf, ist die Stickstoffüberdüngung. Ich führe das nachher noch etwas genauer aus. Die Stickstoffdüngung wiederum stammt zu einem großen Teil aus dem Verkehr, aber zur anderen Hälfte aus der Landwirtschaft. Und Punkt drei, der mir sehr am Herzen liegt, ist neben dem Naturschutz insgesamt, dass es immer noch viel zu viel Wild im Wald gibt. Weiter. Ja, die aktuelle Situation ist, wir haben zwei Jahre hinter uns, in denen es natürlich auch sehr, sehr viel gebrannt hat, gerade in Brandenburg. Dort gingen große Teile der größere Fichten, Entschuldigung, Kiefernwälder in Flammen auf. Und man muss sich natürlich im Nachhinein fragen, und darauf wird der Ibisch nachher auch sehr eingehen, ist auch möglicherweise eine Teilschuld nicht in der Baumart, sondern der Art des Anbaus dieser Bäume zu sehen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht man mit diesen Flächen um? Weiter. Ja, jüngst am Guardian erschien die Zusammenfassung einer Studie, an der eigentlich eine Metastudie, das sind 150 Beiträge von Wissenschaftlern analysiert worden und sie machen sehr deutlich, dass weltweit, aber eben auch in Europa der Klimawandel längst Spuren hinterlassen hat im Wald. Die Wälder werden lückiger. Das zeigt sich auch auf Aufnahmen, die man von Satelliten gemacht hat. Die Wälder werden jünger, sie werden vor allem auch kürzer. Das heißt, die Bäume wachsen gar nicht mehr so hoch wie früher. Ich kann nur sagen, diese Studie ist wirklich lesenswert. Sie öffnet einem die Augen, vor allem
was den Umgang mit der Holzernte anbelangt. Das heißt, die Wälder werden ja nicht einfach nur deshalb jünger, weil die Bäume vorher sterben, sondern weil sie auch entnommen werden. Man muss sich die Frage stellen, ob das immer völlig korrekt und richtig ist. Bitte weiter. Ja, Deutschland, das will ich noch mal in Erinnerung rufen, ist Buchenland. Normalerweise hätte die Buche in Deutschland, würden wir hier nicht leben, zu 75% diese Erdoberfläche in Deutschland besetzt. Tatsächlich sind es aber nur 16% und dominierend ist nach wie vor das Nadelholz. Zu erwarten wäre Nadelholz allerdings nur an relativ kleinen Bereichen, wenn man den Wald sich selbst überließe. Dieser kleine, schon jetzt relativ kleine 16% Anteil steht aber darüber hinaus auf der Kippe, weil, wenn man in die letzte Bundeswaldinventur hineinschaut, sehr schnell sieht, dass gerade die jüngeren Buchenbestände eher ihren Anteil noch kleiner haben als das, was diese 16% ausdrückt. Das heißt, es steht zu erwarten, dass in, sagen wir mal, 100 Jahren es immer weniger Buche gibt als heute. Und eigentlich wollen wir das Umgekehrte. Auf dem Vormarsch sind stattdessen Douglasien. Dazu im Folgenden noch etwas mehr. Weiter. Ja, im Hintergrund sehen Sie Wald, wie wir ihn nur sehr selten erleben. Es war bitter, bitter kalt an diesem Tag, bestimmt minus 10 Grad oder so, auf den Hochlagen der Rhön. Man kann sehen, dass sich hier die Buchen auch auf dieser Aufnahme wird das, glaube ich, sehr deutlich, eben auch in sehr klimatisch ungünstigen Lagen sehr, sehr gut zurechtkommen, sehr widerstandsfähig sind. Sie sind viel, viel niedriger als das, was wir aus dem Flachland gewöhnt sind. Der Buchenwald ist eben auch in diesen Hochlagen, sehr exponierten Hochlagen, sehr stabil. Und diese Stabilität, die wird dem Buchenwald insgesamt von maßgeblichen Forschern, die in meinem Dossier oder meiner Studie auch vorkommen, zitiert werden, auch bestätigt. Nach wie vor geht man davon aus, dass der Buchenwald nicht nur, weil er heimisch ist, sondern weil er sich insgesamt relativ resilient zeigt, immer noch das maßgebliche Waldbild in Deutschland bestimmen sollte. Allerdings ist die Frage, wie lange das dauert. Denn auch ein Buchenwald kommt an seine Grenzen, wenn wir einen Sommer nach dem anderen so erleben werden, wie wir ihn 2018 und 2019 hatten. Weiter. Boris. Ja. Jetzt eines dieser Probleme, was in diesem Zusammenhang auftaucht, ist etwas, was bisher nur Forschern wirklich aufgefallen ist. Und ich habe ein längeres Gespräch mit Gitta Langner gehabt. Sie ist bei der Nordwestdeutschen Versuchsanstalt und mit diesem Problem hautnah befasst. Dort ist sie auf eine Gruppe von Pilzen gestoßen, die aus dem Mittelmeerraum bekannt ist und die bisher nur Kiefern befiel. Und die sich zunehmend aber offensichtlich auch am sogenannten Buchensterben, von dem man wohl inzwischen auch sprechen muss, beteiligt. Dieser Pilz kann in dem Augenblick, wo es eine Vorschädigung von Buchen gibt, offensichtlich vernichtend sein. Tritt dieser Pilz ein, tritt dieser Pilz auf eine Buche, die bereits ein ernsthaftes Problem hat und Buchen haben in dieser Zeit aufgrund der Schadstoffe, aufgrund des Klimas und so weiter sehr häufig ein Problem, kann es dazu kommen, dass dieser Baum prompt abstirbt und sich dagegen nicht mehr wehren kann. Er ist nicht der Todbringer. Der Todbringer ist dann anschließend der uns allen sehr sattsam bekannte Hallimasch, aber er trägt eben maßgeblich dazu bei, dass dann mit der Buche, dass es dann um die Buche geschehen ist. Weiter. Ja, zwei sehr unterschiedliche Bilder. Das linke Bild ist wahrscheinlich Wunschdenken. Es sieht fast aus wie auf einem Gemälde von Caspar David Friedrich. Es stammt aus den tieferen Lagen des Nationalparks Bayerischer Wald, aufgenommen vor 2 Jahren. Der Nationalpark Bayerischer Wald war in den 90er Jahren sehr, sehr heftig betroffen vom Borkenkäfer. Und er hat damals von Menschen angepflanzte Fichtenwälder radikal vernichtet. Und damals gab es eine sehr, sehr lange und sehr intensive und sehr heftig, auch sehr fies geführte Diskussion. Was macht man mit diesem Wald? Lässt man ihn wachsen einfach so von der Natur oder pflanzt man oder was tut man? Man hat dann sich im Nationalpark, zumindest in dem alten Teil des Nationalparks, sehr rasch dazu entschieden, gar nichts zu machen. Und wer heute in den Nationalpark fährt, 30 Jahre später oder 20 Jahre später, der wird wirklich ein wunderbares Waldbild erleben. Rechts hingegen ist die deutsche Realität. Dieses Bild stammt aus dem
spessert. Man sieht im Hintergrund einen mittelalten, vielleicht 120 Jahre alten Buchenwald. Der stand aber im vorderen Bereich ein paar Jahre vorher auch. Was hat der deutsche Förster gemacht? Er hat stattdessen, statt Buchen, sich selbst begrünt, also eine Naturverjüngung zuzulassen, hat er angefangen, das zu machen, was seine neue, ja, Bestimmung ist vielleicht falsch, aber was so die neuen Ziele sind. Nämlich, er hat Douglasien gepflanzt. Douglasien, bitte weiter, sind halt Bäume, von denen sich die deutsche Forstwirtschaft und die hinter ihr stehende Forstindustrie sehr, sehr viel verspricht. Sie wachsen relativ schnell. Sie sind, wenn sie das Jugendalter überstanden haben, auch relativ unempfindlich, zunächst einmal. Sie haben aber vielfältigste Probleme. Erstens, sie werden bei uns in Buchenwälder gepflanzt. Dazu wird der Buchenwald aufgefämelt. Das heißt, es entstehen große Lücken. Die Randhölzer geraten automatisch in sehr kritische Sonnenbrandsituationen. Und in der Mitte stehen dann zunächst einmal für ein paar Jahre diese Plastiktüten, in denen dann nordamerikanische Bäumchen wachsen sollen, um in relativ kurzer Zeit der Holzindustrie zur Verfügung zu stehen. Dieses hat aus meiner Sicht mit dem deutschen Wald sehr, sehr wenig zu tun. Hinzu kommen viele Probleme. Die Behauptung zum Beispiel, dass Douglasien relativ unempfindlich gegen Insekten sind, dass sie Stürmen besser standhalten als die Fichte zum Beispiel, die entlarvt sich zunehmend als blanker Unsinn. Nächstes. In meinem Dossier lasse ich nicht nur einen, aber einen ehemaligen niedersächsischen Förster, den Karl-Friedrich Weber, der auch beim BUND in Niedersachsen aktiv ist, zu Wort kommen, der das sehr plastisch schildert, weil er das auch über viele Jahrzehnte nicht nur beobachtet hat, sondern zum Teil auch selbst daran schuld war, sozusagen, man kann das in Quotation Marks setzen, und aus eigener Anschauung schildert, dass die Douglasie gar nicht so toll dem Sturm standhält und so wunderbar in unsere Landschaft passt und in wenigen Jahren zur Verfügung steht, wie man das im Allgemeinen halt meinte oder wie interessierte Kreise das eben auch behauptet haben. Er endet dann mit dem Fazit, wie war das doch angesichts des Klimawandels, stromfest und erdverwachsen, unser amerikanischer Gast, über diese Brücke mag er nicht mehr gehen. Boris? Inzwischen ist diese Erkenntnis, die der Praktiker schon längst bekommen hat, auch in der Wissenschaft angekommen und auch in den Versuchsanstalten. Es gibt eine sehr, sehr schöne Arbeit, weil man sich dort sehr, sehr viel Mühe gemacht hat, verschiedene Baumarten, die als Alternative für den deutschen Wald in Frage kommen, untersucht hat. Aber auch dort widmet man sich erstmal der Douglasie und kommt genau zu demselben Ergebnis. Douglasie und Sturm, das verträgt sich nicht. Das ist im oberen Risikobereich anzusiedeln. Und von daher ein Weg, bei dem man sich fragt, wie kommt eigentlich auch die hessische Landesforstverwaltung, ich habe vor ein paar Monaten noch mit deren Leiter gesprochen, dazu weiter auf die Douglasie zu setzen. Die Frage bleibt offen. Diese Studie hat, oder diese Datensammlung, diese Untersuchungssammlung hat 50 Baumarten ins Visier genommen, 25 davon kamen die engere Wahl und darunter sind die, die auch in den letzten Monaten immer wieder als Alternative genannt werden. Also so exotische, schöne Namen wie Atlas oder Libanon-Zeder findet sich dort, die Zerreiche natürlich, die türkische Tanne oder die Pflaumeiche. Wenn man diese Arbeit liest, dann kommt man sehr schnell zu der Auffassung, das taugt alles nichts, das bringt vielleicht etwas Abwechslung in deutsche Parklandschaften, aber im Wald haben diese Bäume wahrscheinlich gar nichts zu suchen. Natürlich wird man die weitere Forschung, die weiteren Versuchsanbauten abwarten müssen, um sich ein Endbild zu machen. Aber im Wesentlichen sind alle Hoffnungen, die man an diese Bäume knüpft, immer mit anderen Risiken verbunden, sodass sie letztendlich nicht weiter in Frage kommen. Boris? Ja, eine Baumart blieb dabei sogar übrig, und zwar eine heimische Baumart, zumindest eine, die
auch in deutschen Wäldern hin und wieder, vor allem aber eher in Parklandschaften oder an Straßenrändern zu finden sind, nämlich der Spitzahorn. Diese Baumarten hatten einen ganz witzigen Vorteil, witzig jetzt in Anführungsstrichen gemeint, weil sie ist stickstoffliebend. Und davon, wie ich im Weiteren zeigen werde, haben unsere Wälder zu viel. Weiter. Nehmen wir einfach mal den nordwestdeutschen Waldschadensbericht für das vergangene Jahr. Und dort wird auf etwas hingewiesen, was in diesen Schadensberichten in den letzten Jahren immer drin stand, aber keiner hat das so richtig gelesen. Das steht nämlich erst auf den hinteren Seiten und wenn man dann, und auch relativ kurz. Das heißt, dieser Teil war früher etwas länger, ist inzwischen relativ kurz geworden, aber er ist immer noch sehr deutlich. Wir haben zu viel Stickstoffeintrag im Wald. Und dieser Stickstoffeintrag hat nicht nur die Konsequenzen, die wir aus der Diskussion um Düngeverordnung auf Feldern und Wiesen kennen, nämlich, dass es ein Problem für unser Grundwasser bedeutet, sondern es hat auch neben dieser Grundwasserproblematik ein zusätzliches direktes Problem für das Ökosystem Wald. Boris? Das Problem, was durch Stickstoffverbindungen aus der Luft entsteht, ist, dass, ich will jetzt diese ganzen chemischen Prozesse nicht aufdröseln, sie sind hier auch eher nebenrangig. Das Hauptproblem ist, dass verschiedene Nährstoffe, auf die die Bäume nun mal angewiesen sind, eben mit ausgewaschen werden, mit gelöst werden. Die Folgen sind, dass dadurch zum Beispiel die Wurzelsysteme kleiner werden. Dass es dadurch höhere Risiken bei Dürre und bei Sturm gibt, weil die Bäume sich A, auf der einen Seite nicht so richtig mehr halten können, auf der anderen Seite aber auch nicht mehr richtig versorgen können. Das heißt, ihre Immunabwehr wird geschwächt. Weiter. Dazu gibt es inzwischen relativ viele wissenschaftliche Stellungnahmen, aber ich frage mich immer, werden die denn überhaupt wahrgenommen? Ganz aktuell, der Wissenschaftliche Beirat Waldpolitik beim Bundeslandwirtschaftsministerium hat im Frühjahr 2000, also jetzt, also vor wenigen Monaten 2020, auf dieses Problem aufmerksam gemacht und hat das auch im direkten Zusammenhang mit dem Klimawandel und mit den aktuellen Dürren in Verbindung gebracht. Die Forschungsanstalt für Waldökologie in Rheinland-Pfalz kam sogar zu der Auffassung, dass Stickstoffverbindungen das größte Problem für den Wald darstellen. Und der neue Uber-Präsident Dirk Messner sagt durchaus Ähnliches. Weiter. Auch der, nein, als ich in dem Dossier spielt eine zentrale Rolle ein Interview, was ich mit Johannes Eichhorn geführt habe. Johannes Eichhorn ist von der Nordwestdeutschen Versuchsanstalt und er hat das Thema Waldschadensberichte viele Jahre maßgeblich mitgeprägt. Und als ich dort in seinem Büro im Januar in Göttingen kam, lag auf dem Tisch ein Sondergutachten des Sachverständigenrates Umwelt zum Thema Stickstoff von 2015. Ich habe ihn gefragt, 2015, das ist 5 Jahre her, sagt uns dann noch etwas? Und da hat er gesagt, ja, das ist nach wie vor brandaktuell. Was da drinnen steht, ist einfach nicht wegzudiskutieren. Das Problem besteht nach wie vor und es nimmt keiner richtig wahr. Die Quintessenz aus diesem Gutachten ist dieser unten rot markierte Satz, eutrophierte Wälder, das heißt durch die Stickstoffdüngung, durch den Stickstoff kommt es zu einer Düngung und das nennt man dann diese Eutrophierung, die hinterlässt Wälder, die anfälliger sind für alle möglichen Stressereignisse. Weiter. Und der Sachverständigenrat hat damals noch auf ein ganz anderes Problem, auf das ich in meinem Dossier auch zu sprechen komme, hingewiesen, denn es droht sogar die Aberkennung der deutschen Beteiligung am UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald. Da ist Deutschland nun gerade erst mal reingekommen mit den Nationalparken Serran, Hainich und Kellerwald. Und bisher kannte man dieses Problem Aberkennung UNESCO-Weltnaturerbe Buchenwald eigentlich nur aus Rumänien, weil dort halt in den Karpaten relativ gewütet wird oder illegaler Raubbau betrieben wird. In dem Dossier wird darauf in einem eigenen Kapitel sehr deutlich hingewiesen und der aktuelle Stand geschildert. Aber diese Konsequenz droht genauso auch für Deutschland. Weiter.
Ja, ich fasse das kurz zusammen. Aus meiner Sicht ist eine der Hauptaussagen oder Haupterkenntnisse, die meine Studie hinterlässt, dass die aktuellen Waldschadensprobleme in sehr direktem und seit Jahrzehnten bestehenden, nie gestoppten Schadstoffbelastungen bestehen. Und damit ist für mich das alte Waldsterben, man kann sich über den Begriff Waldsterben jetzt natürlich aufregen und auch stundenlang darüber semantische Diskussionen führen, das alte Waldsterben aus meiner Sicht eng mit dem neuen Waldsterben verknüpft ist. Dieses Bild zeigt bewusst die Brennnessel. Die Brennnessel ist eine stickstoffliebende Pflanze und wer im Wald auf Brennnesseln stößt, kann in der Regel sicher sein, hier ist zu viel Stickstoff im Boden. Weiter. Ja, es gibt darüber hinaus ein Problem, wo man sich auch fragen muss. Es ist seit Jahrzehnten bekannt, aber es tut eigentlich keiner was. Und das Erstaunliche daran ist, dass dieses Problem sogar zunimmt. Das heißt, es wird gar nicht kleiner. Eine der Dinge, die ich gelernt habe im Zuge der Recherche, ist, dass der Waldaufbau, wie er wohl jetzt auch natürlich bevorsteht, aufgrund der großen Schadflächen etc., wobei man sich immer die Frage stellen muss, aber darauf wird Herr Ibisch nachher nochmal eingehen, ist das eigentlich sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll, ist eben ohne Wildreduktion wird man sich da vieles schenken können. Es hat einfach schlicht keinen Sinn oder es wird sündhaft teuer, wenn man alles sehr, sehr aufwendig einzäunen muss. Die Schalenwildbestände, und das hat auch der Beirat Waldpolitik jetzt im Februar nochmal sehr deutlich gemacht, sind nicht nur weiter auf hohem Niveau, sondern sie sind sogar noch weiter angestiegen. Nächstes bitte. Ja, jetzt sollte eigentlich ein Film kommen. Ich vermute, dass der Film aus technischen Gründen praktisch nicht zu erkennen ist. An der etwa auf Höhe des Horizonts rasen jetzt hier durch den Wald 200 Stück Rotwild. Jetzt sieht man das ein bisschen deutlicher. Das ist eine Kulmination von Rotwild, wie sie eigentlich völlig unzulässig ist. Ein Hirschrudel hat in einem deutschen Wald vielleicht 30 oder 40 Stück, wenn man sie im Herbst beobachten will. Und das war's dann. Aber hier sind 200 auf dem Film alleine zu sehen, aufgenommen von einem Mountainbiker vor einem Jahr. Vermutlich sind es sogar 300 gewesen. Ich selbst habe die letzten 30 Jahre im Spessart gelebt und kenne solche Bilder aus eigener Anschauung, habe allerdings niemals die Gelegenheit nehmen können, solche traumhaften Aufnahmen zu machen. Sie belegen, dass dieses Problem unter den Teppich gekehrt worden ist, negiert worden ist, dass man einfach darüber hinweggegangen ist und geduldet hat, dass Rotwild durch sein Fressverhalten, aber auch durch sein Verhalten beim sogenannten Fegen, um den Bast vom Geweih runterzukriegen, halt einen immensen Schaden anrichtet. Und dieser Schaden geht in die Millionen und wird trotzdem geduldet. Es ist, was hier im Spessart passiert, mit Sicherheit keine Sache, die sich auf dieses Gebirge reduzieren lässt, sondern diese erhöhten Schalenwildbestände gibt es vermutlich im ganzen Land. Boris? Es handelt sich, wie die Autoren Norbert Panik und Georg Sperber, Sperber ist einer der Mitväter des Nationalparks Bayerischer Wald und Norbert Panik ist ein anerkannter Buchenwaldforscher, in einem wunderschönen kleinen Büchlein herausgefunden haben, überhaupt kein neues Problem, sondern bereits in den 30er Jahren sehr hinreichend beschrieben worden. Und zwar von einem deutschstämmigen amerikanischen Forstmann, nämlich von Aldo Leopold, der in den 30er Jahren, ich glaube es war 1936, durch die Wälder in Deutschland gereist ist und genau das Problem bereits beschrieben hat und es dann eben als deutsches Problem bezeichnet hat. Die Älteren werden sich darüber hinaus erinnern, dass Horst Stern, der Journalist, zu Weihnachten 1971 mit einem hochinteressanten, hochspannenden Film ins deutsche Fernsehen kam, nämlich mit den Bemerkungen über den Rothirsch und damals darauf hinwies, dass die Schalenwildbestände im deutschen Wald viel zu hoch sind, um einen natürlichen Waldaufwuchs zu ermöglichen. Jetzt muss man nur wissen, zur Zeit von Horst Stern wurden im Jahr etwa 35.000 Stück Rotwild geschossen. Heute liegt die Jagdstrecke bei 75.000. Das ist ein Indikator dafür, dass das Problem nicht kleiner geworden ist, sondern sich geradezu verdoppelt hat. Dazu kommt noch, ob diese Zahl 75.000 wirklich
Stimmt, ist noch die Frage, weil darunter befindet sich mit Sicherheit der ein oder andere sogenannte Postkartenabschuss. Das heißt, man muss als Jäger, als Jagdrevierinhaber seinen Abschuss auch nachweisen. Und wenn man halt nicht genug geschossen hat, dafür gibt es viele Gründe, das würde jetzt aber ein anderes Kapitel erfordern, dann schickt man eben eine Postkarte und sagt, ich habe den geschossen, hat das tatsächlich aber nicht gemacht. Die Problematik, die dahinter steckt, ist, dass gerade das Rotwild, aber auch das Rehwild eben dafür verantwortlich ist, dass halt junge Laubbäume zumal sehr stark verbissen werden. Und die jüngste Waldinventur für die Bundesrepublik belegt das auch, dass gerade vor allem Eichen, und auf Eichen setzen wir mit der zunehmenden Trockenheit ganz besonders, sehr, sehr stark verbissen sind. Das heißt, man lässt dem Wald überhaupt keine Chance, sich zu regenerieren. Boris? Ja, zum Abschluss. Es gibt also man sieht an den Bildern, ich habe es mit Vögeln halt zu tun. Das sind alles Waldvögel. Das sind links oben ein Waldkauz, in der Mitte ein Schwarzstorch. Schwarzstorch braucht Wälder, die einsam sind, die auch kleine Gewässer haben etc. Rechts ein Grauschnäpper, ein Langstreckenflieger. Unter dem Waldkauz sieht man einen Waldlaubsänger, darunter einen jungen Uhu, den wir im Frühjahr beringt haben. Dann ein Schwarzspecht, daneben ein Raufußkauz, dann rechts ein Sperlingskauz und darunter der Grauspecht. Man versucht in letzter Zeit Wald gegen Ackerland immer auszuspielen und verweist darauf, dass alle Untersuchungen sagen, dass es den Waldvögeln inzwischen relativ gut geht. Aber dazu sind zwei Anmerkungen wichtig. Das eine ist, auch hier bewegen wir uns auf unterem Niveau eher und bestenfalls auf einer Stagnation. Und die Zuwächse werden im Bereich von 0,1% berechnet und reichen überhaupt nicht aus, um von einer stabilen Lage zu sprechen. Das Zweite ist, es befinden sich auch Langstreckenzieher darunter, die sowieso noch ganz anderen Gefahren unterliegen. Und das Dritte ist, rechts unten der Grauspecht nimmt sogar ab. Also, wenn man das hört, immer vorsichtig sein. Es ist nicht alles, trotz vieler Verbesserungen, die es tatsächlich gegeben hat, zum Besten bestellt. Auch Waldvögel haben ein Problem. Boris? Boris? Ich sehe nichts. Entschuldigung, jetzt müsste eigentlich das Schlussbild kommen. Ah, nee, noch nicht. Genau. Wir haben. Möchte auch diese kleine Vogelart, den Mittelspecht, der also etwas kleiner ist als der Buntspecht und der eben auch relativ ähnlich ist, wenn man nicht genau hinguckt, kann man sie auch miteinander verwechseln, hinweisen. Denn es gibt nur wenige Vogelarten, für die Deutschland eine eigentlich weltweite Verantwortung trägt. Dazu gehört neben dem Rotmilan der Mittelspecht, dann hier fliegt immerhin ein Fünftel des Weltbestandes herum. Und dieser Vogel ist zwar hauptsächlich auf Eichen kapriziert, aber er kann auch im Buchenwald recht gut leben. Das setzt aber voraus, dass diese Wälder alte Wälder sind. Wälder, die, also Buchenwälder, die eine, bei denen die Rinde aufgerissen ist, an denen er sich dann festhalten kann, in der er dann auch die Nahrung findet in der aufgerissenen Borke etc. Diese Wälder müssen aber mindestens 120, 140 Jahre alt sein, am besten sogar 180 Jahre. Diese Buchenwälder gibt es in Deutschland so gut wie überhaupt nicht. So, jetzt kommt das Schlussbild. Ja, ich bedanke mich, dass Sie aufmerksam zugehört haben. Eine kleine Anmerkung noch zu diesem Bild. Hier sieht man sehr deutlich, dass der Rothirsch eigentlich gar kein Waldtier ist, sondern ein Tier in der Steppe. Vielen Dank. Ich glaube, man kann dich nicht hören. Jetzt, man hat mich dumm geschaltet. Schreck. Ja, vielen Dank für die Präsentation der Studie.
Ich hoffe, das letzte Bild ist nicht Sinnbild für die Zukunft, dass ein Hirsch auf einer kahlen Fläche steht. Das braucht man nämlich nicht. Ich kann aus eigener Anschauung aus meiner Region, ich komme nämlich aus dem Kellerwald, viele der Sachen unterstreichen. Und dass du davon geredet hast, dass wir ein Buchensterben haben, ja, das ist gerade in den Mittelgebirgslandschaften unserer Region deutlich, sehr deutlich wahrzunehmen. Und es treibt mir wirklich Schweißperlen auf die Stirn, wenn ich mir den Wald der Zukunft vorstelle, wenn diese alten Buchen jetzt dahin siechen. Oder der Prozess geht ja extrem schnell. Aus der Studie haben wir oder habe ich dann Forderungen abgeleitet. Die erste habe ich schon gesagt, die ist klar. Den Superbaum gibt es nicht. Das zweite, und du hast es ja nochmal deutlich beschrieben, die Nährstoffeinträge und die Schadstoffeinträge der Vergangenheit sind auch das Problem, das wir jetzt haben. Also wir sollten nicht nur über die Trockenheit und über den Klimawandel reden, sondern wir müssen auch andere Problematiken in den Griff kriegen, vor allem das Stickstoffproblem, was ja auch vom Verkehr verursacht wird. Wir brauchen eine andere Struktur in den Wäldern, also Mischbestände statt Reinbestände gleichen Alters. Das geht an die Forstwirtschaft, da muss sich einiges ändern, auch in der Ausbildung der Förster. Waldrenaturierung wird ja jetzt immer, es gibt ja große Programme der Bundesregierung, auch der Länder, zu sagen Pflanzprogramme. Leider wird immer wieder das gepflanzt, was eigentlich vorher gerade weggestorben ist. Ich habe das bei uns selber gesehen, dass wieder Fichten gepflanzt werden. Das kann irgendwie nicht wahr sein. Diese Waldaufbau muss nicht menschensteuert sein, sondern man muss den Wald auch mal die Chance geben, sich selber zu renaturieren. Du hast es eindrucksvoll gezeigt aus dem Bayerischen Wald. Wir brauchen aber auch Baumpflanzung außerhalb der Wälder. Das heißt, gerade Waldränder haben eine wichtige Bedeutung, die wir in den Fokus nehmen müssen. Wir brauchen vor allem auch den dichten, dunklen Wald. Wir müssen darauf hinwirken, dass das die Voraussetzung ist für gesunde Bäume. Also gerade bei Buchen hat man in den letzten Jahren viel falsch gemacht in der Bewirtschaftung. Und eins, das haben wir selber ja schon in der Vergangenheit auch in Brüssel angesprochen, wir brauchen den Erhalt von Urwäldern, damit wir überhaupt wissen, wie das System funktioniert. Und die Karpaten, das liegt mir sehr am Herzen, werden zurzeit tatsächlich sehr intensiv abgeholzt. Und damit stehen ja auch unsere Urwälder in Verbindung, sprich der Kellerwald zum Beispiel oder der Hainich und andere. Und das Thema Wildverbiss. Ja, ich glaube, wir müssen darüber jetzt nicht immer nur an Appellen reden, sondern wir müssen unsere Forstgesetze und unsere Jagdgesetze ändern. Also diese Form von privilegierten Jagden, die wir haben, das ist ja mindestens immer so, dass die oberen 10.000 sich mal ein Jagdrevier leisten und dann den Hirsch schießen wollen. Das passt einfach überhaupt nicht mehr in die Zeit. In der Schweiz wird es teilweise anders gemacht und da sollten wir genau hinschauen und alte Bäume erhalten. Ja, ich weiß, dass gerade die alten Bäume gerne von der Forstwirtschaft genutzt werden und gesagt werden, der muss jetzt ab. Das müssen wir auch korrigieren. Da muss die Forstwirtschaft auch denken. Alte Bäume haben eine ganz wichtige Funktion, nicht nur ökologisch, sondern auch in Sachen Klimaschutz. Und eine Forderung, die müssen wir immer wieder als Umweltschützer immer wieder nach vorne tragen. 10% der Wälder gehören aus der Nutzung genommen. Auch das, nicht nur die Nationalparke haben eine wichtige Funktion, sondern jeder Wald sollte 10% der Fläche sollte der Natur überlassen sein. Jetzt möchte ich es gerne weitergeben mit den Anmerkungen an Jörg Andreas Krüger vom NABU, der die Studie kommentiert. Bitte schön, Herr Krüger. Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die tolle Studie, die ein Parforce-Ritt ist letztlich durch alle Probleme des Waldes, die wir zum Teil schon seit 20, 30, 40 Jahren besprechen, beim Wildverbiss sogar schon seit 70, 80 Jahren. Ich würde jetzt ungern wiederholen wollen, was da sozusagen alles an wichtigen Dingen drinsteht, sondern ich würde ein bisschen auf die politische Diskussion schauen wollen und teile dafür einfach mal meinen Bildschirm. Sieht man das jetzt? Ja, das müsste man alles sehen. Wenn wir uns nämlich anschauen, wo wir momentan stehen, dann ist es ja so, dass wir, ja, dass es dem Wald sehr, sehr schlecht geht und dass das zwischen eine Binsenweisheit ist, die jedem und jeder in Deutschland medial und politisch immer wieder entgegengehalten wird. Und was wir momentan an Reaktionen darauf sehen, ist, dass es Geld gibt bis zum Abwinken. Wir haben letztes Jahr nach dem zweiten trockenen Sommer und den großen Diskussionen über die Schäden in den Fichtenwäldern, über die Schäden in den Buchenbeständen,
gab es plötzlich schon mal 700, 800 Millionen Euro aus den Mitteln der GAK, gleichzeitig noch Mittel aus den Ländern. Das war also fast eine halbe Milliarde. Letzte Woche haben wir dann gehört, dass es eine weitere halbe Milliarde geben soll, die dem Wiederaufbau auf den Waldflächen, die jetzt zu Schaden gekommen sind, dienen soll. Und da wird es natürlich jetzt ganz, ganz schwierig, denn hier wird mit wahnsinnig viel Geld aus Steuermitteln an einem System rumgearbeitet, von dem wir wissen, dass es ihm schlecht geht. Und wir müssen uns letztlich die Frage stellen, was wollen wir denn alles vom deutschen Wald? Und ich finde, der Studie ist schön rausgekommen, dass wir über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, die Nutzungsfunktion des Waldes sehr stark in den Vordergrund gestellt haben, während eben die anderen Ökosystemfunktionen, die Ökosystemfunktionen wie Klimaschutz, Stabilisierung, Kühlung, Bodenschutz, Erosionsschutz, Grundwasserneubildung, sicherlich dann am Ende auch Dinge wie Erholungseignung und sowas, während die sozusagen in den Hintergrund getreten sind. Und was jetzt passiert und was jetzt so ein bisschen droht, ist, dass mit über einer Milliarde Euro Steuergeld versucht wird, dieses System künstlich zu verlängern. Denn wir haben jetzt die Diskussionen darüber, bei den ganzen Diskussionen, wie diese Gelder ausgereicht werden, dass plötzlich Waldbesitzerverbände, wie zum Beispiel aus Niedersachsen, in einer ersten Runde und Diskussion erstmal sagen, sie erwarten 100% Förderung für bis zu 100% Douglasie und Fichte auf ihren Flächen. Und da muss man natürlich sagen, wow, wie oft muss man ein System noch gegen die Wand fahren, bevor man lernt, dass es das nicht funktioniert. Und wir haben als NABU dazu im letzten Jahr deswegen uns schon mal zu Wort gemeldet mit einer Position, wo wir sagen, die Natur muss hier auch für sich arbeiten gelassen werden. Es hilft jetzt nichts, wahnsinnig schnell mit großem Maschineneinsatz, mit großer Technik, mit großem künstlichen Aufwand, der Einbringung von Saatgut und Pflanzgut, das eventuell gar nicht geeignet ist, zu versuchen, da schnell wieder voranzukommen. Wir empfehlen sehr, dass wir stärker darauf setzen, Naturverjüngung zuzulassen, dass wir darauf setzen, dass die Wälder auch da, wo alte, tote Bäume erstmal stehen gelassen werden, unter einem gewissen Teilschutz in eine Vorwaldphase wieder reingehen können, wo man dann in 10, 15, 20 Jahren vielleicht noch unterpflanzen kann mit anderen Baumarten, die man vielleicht forstlich interessanter nutzen kann. Aber dieses schnelle, wir räumen jetzt die Flächen großtechnisch und wir wollen dann ganz schnell wieder alles pflanzen, das ist etwas, was eine falsche Richtung vorgibt und was witzigerweise oder schrecklicherweise auch so eine Scheindiskussion ist, weil momentan weder das Personal noch die Jungpflanzen dafür europaweit zur Verfügung stehen. Das heißt, hier wird wahnsinnig viel Geld medial bewegt, hier werden unglaubliche Luftbuchungen gemacht, gleichzeitig wird unter dieser Diskussion wahnsinnig viel Unsinn gemacht in den Wäldern mit großer Räumung. Ich habe mir das letztes Jahr im Harz angeguckt, diese großen Kahlflächen da, das geht so einfach nicht. Was bei dieser Debatte um die großen Räumungen und die Frage Pflanzung oder nicht insgesamt ein bisschen zu kurz kommt, ist in der Diskussion die Frage, was wird denn ansonsten da alles gefördert? Und da sind dann nämlich so Kleinigkeiten, und das habe ich hier mal auf dieser Folie zusammengefasst, die immer wieder auftauchen. Plötzlich geht es darum, dass Pestizideinsatz im Wald gefördert werden soll. Weil man muss ja diese offenen Flächen, wo das Gras so hochkommt, da muss man ja am besten Herbizide einsetzen. Das ist so ein bisschen das Beispiel der nordamerikanischen Forstwirtschaft, wo das in einigen Bereichen sehr, sehr stark gemacht wird, gerade in Zusammenhang mit der Douglasie. Dann, ich hatte es schon angesprochen, dieser Punkt, wie viel Laubbaumanteil wollen wir denn mindestens da drin haben, wenn wir sagen, wir fördern das schon öffentlich, was da im Privatwald passiert. Und unsere Position ist dazu, dass wir mindestens 65% dafür brauchen. Und selbstverständlich, das wäre dann der nächste wichtige Punkt, ist es so, dass wir sagen, Wiederbewaldungsmaßnahmen in Schutzgebieten und in FFH-Lebensraumtypen, ja, die können ja natürlich nicht mit einer Douglasie, also einem lebensraumuntypischen Gehölz, vorangebracht werden, weil damit würden wir ja die Konsistenz unserer Ziele überhaupt nicht mehr erreichen. Wir sagen im Naturschutz, wir wollen diesen Lebensraumtyp, diesen Wald schützen, entwickeln, erhalten. Und dann fangen wir an, eventuell sogar noch Steuermittel finanziert, da Fremdländer einzubringen. Das kann es am Ende nicht gewesen sein. Der letzte Punkt, das ist einer, der eben ja auch nochmal angesprochen worden ist mit Rotwild-Rehwild. Ein lange bekanntes Problem, ein lange unterschätztes Problem. Ich glaube, wir müssen von unserem Verständnis her wegkommen von der Idee, dass wir sagen, ja, Jagd ist das, was ein paar Leute gerne in ihrer Freizeit tun oder ein paar Leute gerne so als etwas, was sie traditionell gerne gemacht haben, auf ihren Flächen tun. Sondern wir müssen mehr sagen, wir brauchen hier ein Wildtiermanagement, das sich an ökologischen Kriterien orientiert. Und ein ökologisches Kriterium wäre eine Frage, wie kommt hier Wald hoch, ohne dass ich ihn zäunen muss, ohne dass ich Gatter im Wald aufbauen muss.
Wenn das der Fall ist, dann haben wir einen Wildbestand, der tragfähig ist für das Ökosystem. Und wir empfehlen daher, dass wir zum Beispiel in diesen Förderrichtlinien, die es jetzt zu entwickeln gilt, Weisergatter verpflichtend vorgesehen werden und dass die dann auch im vollen Umfang gefördert werden. Und mit diesen Weisergattern kann man dann zumindest gucken, wie hoch ist denn die Verbissintensität zwischen einem gegatterten kleinen Bereich und einem ungegatterten Bereich, der daneben ist. Ein Aspekt, der dabei oft ebenfalls ein bisschen hinten drunter steht, ist die Frage der Entmischung. Wir diskutieren diese Frage von Verbiss oft so nach dem Motto, okay, alles wird kreuz und quer verbissen und wir kriegen gar keinen Wald mehr hoch. Wenn man dann in einigen Regionen Deutschland unterwegs ist, wie in Brandenburg, wo wir viel Kiefer in den Wäldern drinstehen haben, dann ist es so, dass die Kiefer noch eigentlich am besten mit diesem Verbiss zurechtkommen, während aber gerade die Eiche und alle anderen Laubbaumarten komplett weg sind. Also hier das dringende Plädoyer für eine Bundesjagdgesetznovelle, auch für Landesjagdgesetznovellen, weil am Ende ist das Landesrecht, das da geschaffen werden muss, weil das Bundesjagdgesetz ist abweichungsfrei. Das heißt, hier kann jedes Land schon voranschreiten, ohne dass es auf den Bund warten muss. Das Ganze mündet natürlich jetzt in die große Frage, was für Wälder wollen wir denn eigentlich? Und das ist die Frage der Waldstrategie 2020, das ist die Frage der Waldstrategie 2050 auf der Ebene der Europäischen Union, die jetzt da vorankommt. Und das klang in der Studie richtigerweise auch an. Wir müssen mehr auf Landschaftsebene denken. Große Probleme des Waldes kommen aus der Landwirtschaft, kommen aus dem Verkehrssektor und wir werden die nicht lösen können im Wald, sondern wir müssen sie in der Agrarwende und in der Verkehrswende lösen. Deswegen sind diese reinen Sektorstrategien immer so etwas, was eine richtige Diskussion sein kann, was aber nur dann erfolgreich sein kann, wenn die beiden anderen Sektoren oder die betroffenen anderen Sektoren ebenfalls mitdiskutieren. Und was in diesen beiden Strategiepapieren, das klang eben bei Martin Häusling schon an, eine große Rolle spielen wird, ist die Frage der Zukunft der Rohstofffunktion. In der Studie klang ja eben auch schon an, dass unter dem Klimawandel und unter der Eutrophierung die Wälder nicht mehr so leistungsstark wachsen werden. Unsere Bäume werden nicht mehr so groß. Vielleicht kommen andere Baumarten, wandern dann langsam über den Klimawandel ein. Die werden auch nicht mehr so groß. Das bedeutet, wir führen am Ende bei der Frage um die Zukunft des Ökosystems Wald auch die Frage um die Zukunft der ganzen Forstwirtschaft und der Holzwerkstoffindustrie, die wir in Deutschland haben. Das muss einem bewusst sein. Diese Diskussionen, ich bin auch im Beirat der Charta für Holz, fangen gerade an, in dieser Holzwerkstoffindustrie und in dieser Forstwirtschaftsindustrie geführt zu werden. Die Erkenntnis, dass man nach Jahrhunderten, wo Buchen 50, 60 Meter wurden, wo Eichen groß wurden, wo auch einige Nadelbaumarten sehr, sehr groß wurden, dass wir eventuell durch den Klimawandel eine solche Rahmenbedingung bekommen, dass wir einfach ein Drittel weniger Biomasse bei den Einzelbäumen haben werden, was dann für viele forstwirtschaftliche Teilbereiche die Wirtschaftlichkeit in Frage stellt. Und ich empfehle dringend, dass wir diese Debatten sehr schnell gesamtgesellschaftlich führen und dass wir sehr stark uns diese Wirtschaftlichkeitsfragen angucken im Privatwald und im Staatsforst. Wir wissen jetzt schon, oder es gibt zumindest Hinweise, sehr starke Hinweise darauf, dass viele der Douglasien, die in Staatsforstbetrieben mit Einzelbaumschutz, also diesen Plastikmanschetten gepflanzt werden, dass die aufgrund des Personaleinsatzes, des Geldeinsatzes und all dieser ganzen Dinge und der hohen Ausfallquoten, die die Buche in den trockenen Frühjahren hat und in ihrer Jugend hat, dass die im Rahmen des Ertrages nie wieder wirtschaftlich werden kann. Das heißt, auch hier ist es so, öffentlicher Wald verbrennt letztlich Geld in dem Versuch, eine Baumart einzubringen, um sie forstlich zu nutzen, die aber am Ende mehr kostet, als sie bringt. Und das hängt dann wieder zusammen mit der Zukunft des gesamten Wirtschaftssektors, der da dran hängt. Um einen kurzen Input so ein bisschen abzubinden, ganz klar, Martin Häusling hat es auch schon gesagt, Superbäume gibt es nicht. Das ist auch eine bisschen naive Idee zu sagen, wir haben hier ein großes, komplexes Problem mit vielen, vielen Teilaspekten und jetzt haben wir dann einen Superbaum, der uns das alles löst. Das ist so ähnlich wie die Technologiegläubigkeit, die wir in anderen Umweltfragestellungen haben. Wir werden unglaublich viel ändern müssen. Wir müssen den Wald als Ökosystem im Landschaftsgefüge, also zusammen mit Landwirtschaft und Wasserwirtschaft, zusammen mit der Frage von Landschaftswasserhaushalt denken und entwickeln. Ich denke, es geht stärker in eine Richtung, dass wir sagen, zukünftig sind wir so stark abhängig von den Ökosystemdienstleistungen des Waldes, dass wir den Klimaschutz, den Wasserrückhalt, die Grundwasserneubildung, die biologische Vielfalt
priorisieren müssen und es am Ende nicht mehr die entscheidende Frage ist, wie viel Holz wir aus den Wäldern bekommen. Dafür ist es aus meiner Sicht wichtig, die ganzen EU- und nationalen Strategien deutlich stärker zusammenzudenken. Es wird jetzt gerade eine neue Biodiversitätsstrategie gegeben. Die Waldstrategie ist in Arbeit auf der EU-Ebene. Bioökonomie, also die Frage neuer Nutzungen für forstliche Biomasse, um fossile Rohstoffe zu ersetzen, wird eine Riesenrolle spielen. Wir müssen selbstverständlich das Klima schützen, das ist vollkommen klar. Es könnte etwas werden, wo wir Ökosystemdienstleistungen einsetzen können. Und wir müssen die große Frage beantworten, wenn bei uns weniger Waldressource nachwächst, die wir nutzen können, wie gehen wir mit dem Ressourcenhunger um, den wir momentan haben? Wie gehen wir mit dem Ressourcenverbrauch um, den wir momentan haben? Denn wir können nicht davon ausgehen, dass wir uns einfach hinsetzen können und sagen, wir entwickeln unsere Ökosysteme jetzt besser und holen uns dann das Holz aus den Wäldern Sibiriens oder Indonesiens. Das so als kurzer Durchgang, als kurzer Eindruck aus Sicht des NABU auf die Studie. Diese ganzen Aspekte sind da drin und ich freue mich dazu einfach auf die weitere Diskussion. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Krüger, für Ihre kurze Kommentierung des Ganzen. Ich kann das auch nur unterstützen. Wir stehen tatsächlich in der Gefahr, dass der Wald nicht zum CO2-Speicher wird, zur CO2-Senke, sondern dass es in eine ganz andere Richtung geht. Das muss sich auch in den Strategien der Forststrategien der Europäischen Union und der deutschen Forststrategie auch niederschlagen. Und eins sollte man nicht vergessen, weil wir reden über Forstwirtschaft, wir reden aber am Ende auch davon, dass es auch eine Menge von Kleinwaldbesitzern gibt, die in den nächsten Jahren in ihrem Wald tatsächlich auch nichts mehr verdienen. Das kann man jetzt hinnehmen, aber es ist tatsächlich so, dass gerade diese Kleinwaldbesitzer tatsächlich sich auch um den Wald gekümmert haben. Und wir müssen überlegen, wie können wir den Waldbesitzern in Zukunft auch unter die Arme greifen, nicht nur mit neuen Pflanzungen, sondern was passiert eigentlich, wenn in den nächsten 20, 30 Jahren der Wald sozusagen auch nichts mehr abwirft ökonomisch. Auch dann haben wir ein Problem. Das sollten wir nicht vergessen. Ich darf jetzt das Wort übergeben an Frau Professorin Dr. Diana Retzel, Direktorin Biodiversitätspolitik WWF. Vielleicht können Sie noch selber was zu sich sagen. Sie haben ja eine sehr umfangreiche Vita, wo Sie zu arbeiten. Sie sind auch Mitglied im UNESCO-Nationalkomitee für Biosphärenreservate. Kommentieren Sie bitte die Studie und bringen Sie einen Input. Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung, Herr Abgeordneter. Ich freue mich sehr, dass ich da dabei sein darf. Ich habe vom Hintergrund, hier haben Sie mich ja schon vorgestellt, vielleicht ist noch ergänzend einfach zu sagen, dass ich Försterin und Journalistin von der Ausbildung bin und dass mich deshalb sehr gefreut hat, dass ich hier dabei sein darf. Ich möchte mich auch bedanken bei Ihnen, Herrn Wernicke, für die Studie. Ich glaube, das ist ein guter Aufschlag für eine Debatte, die unbedingt notwendig ist. Wir wissen, der Wald ist gerade ein sehr wichtiges Thema, schon auf deutscher Ebene. Und auch auf europäischer Ebene muss da noch einiges auf den Weg kommen, aus unserer Sicht. Und auch einen herzlichen Gruß an alle, die zuhören. Ich glaube, einige von Ihnen, gerade im Süden, haben gerade einen Feiertag. Und umso schöner, dass Sie den vielleicht sogar auch mit so einem schönen Thema wie dem Wald verbringen. Wir in Berlin haben das allerdings nicht und arbeiten deshalb umso gerne, umso lieber, um solche Dinge dann in die Welt zu tragen. Gut, zur Studie. Ich glaube, wir haben schon sehr genau gehört, dass der Superbaum, den wird es nicht geben. Wenn überhaupt, brauchen wir einen Superwald. Das brauchen wir dringend, aus den verschiedenen Gründen, die wir schon gehört haben. Wir haben ein paar wesentliche Herausforderungen für den Wald. Wir haben den Klimawandel, das haben wir schon gehört. Wir haben einen klaren Verlust der Artenvielfalt im Wald, aber auch in der Agrarlandschaft. Und das hängt, wir haben das sehr eindrücklich gesehen aus dem Papier, hängt ja sehr eng zusammen. Und wir haben Fragen der natürlichen Ressourcen, die zu lösen sind, die einfach für uns Menschen, für die Gesellschaft sehr notwendig sind, aber auch für den Wald an sich. Und da können wir übrigens schon auf die zweite Folie gehen, die das dann zeigt. Ja? Genau. Und wir haben natürlich auch bei den natürlichen Ressourcen geht es um Boden, Grundwasser und ähnliche Themen, die wir als Gesellschaft dringend für die Produktion des Waldes benötigen, aber eben auch als Dienstleistung des Waldes für uns als Gesellschaft. Und deshalb ist der Wald
so wichtig und muss auch immer wichtiger werden. Und wie wir sehen aus dem Papier, das wir von Ihnen gehört haben, da können wir auch schon zur nächsten Folie gehen, brauchen wir dringend einen Paradigmenwechsel für den Wald. Wir brauchen eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Wir brauchen ganz andere Herangehensweise, was den Klimawandel betrifft. Wir müssen in der Agrarpolitik nochmal ganz anders agieren, besonders den Stickstoff ganz eng in den Blick nehmen. Und nicht zuletzt, das hat Ihr Film ja auch sehr schön gezeigt, müssen wir nochmal bei Wald und Wild genau hinsehen. Denn da liegen Schlüsselfaktoren. Und wir brauchen für den Wald auch, wir brauchen alte Wälder. Und wir brauchen einen Schutz von diesen alten Wäldern auch als Wildnisgebiete. Denn die sind dringend notwendig, um die weitere Entwicklung des Waldes gut beobachten zu können. So, das alles zeigt den Handlungsbedarf. Du, Jörg Andreas, hast es schon sehr schön gesagt, dass der sich in vielen verschiedenen Dingen zeigt, in den verschiedenen Waldgipfeln, die im letzten Jahr sich manifestiert haben, in den verschiedenen Fördergeldern, die vom Bund jetzt gekommen sind, über das Konjunkturpaket, über die halbe Waldmilliarde oder mehr als halbe Waldmilliarde, die im letzten Jahr schon zur Verfügung gestellt wurde. Und daran sieht man, es braucht dringend Lösungen, aber die Lösungen sind nicht bekannt. Und dieses muss, glaube ich, sehr eng, sehr genau begleitet werden, um diese Sonderfunktion des Waldes gut auf den Weg zu bringen. So, welche Rolle haben wir genau im Klimawandel? Das ist mal noch die nächste. Nehmen Sie können noch mal eine Folie zurück. Sie sind schon weiter vorgesprungen, aber wir sind noch beim Klimawandel. Der Artenschutz kommt danach. Vielen Dank. Der Wald hat erstmal eine sehr, sehr wichtige Funktion mit 1,1 Milliarden Tonnen Kohlendioxid in Deutschland alleine. Das zeigt die Bundeswaldinventur, die gebunden werden. Es ist eine enorme Summe und zugleich ist es auch jährlich rund sind es 52 Millionen Tonnen Kohlendioxid, die, die gebunden werden pro Jahr. Das sind also 6% des Kohlenstoffes, die wir tatsächlich an Emissionen verringern können durch den Wald. Das ist schon enorm. Und global ist es sogar noch mehr. Und auch da ist natürlich ein enormes Potenzial da. Da liegt es bei etwa 11% der globalen CO2-Emissionen. Also wir brauchen den Wald, das ist ganz klar. Und zugleich verlieren wir ihn. Die letzten beiden Jahre, die Dürresommer haben das deutlich gezeigt. Wir haben rund 160 Millionen Hektar Festmeter verloren. Das sind 245.000 Hektar Wald. Also das ist schon, ich finde, das ist enorm. Und das zeigt auch unsere mehrfache Verantwortung. Der Wald ist Klimaschützer. Wir müssen diesen Wald schützen, diese enorme Biomassenreichtum, den der Wald bietet. Und wir brauchen einfach auch eine sehr langfristige Holzverwendung und Holzverwertung und eine Kaskadennutzung. Nur dann können wir diese Rolle bestmöglich erhalten. Zugleich brauchen wir, das haben Sie eigentlich sehr eindrücklich auch alle schon gesagt, wir brauchen eine wirklich breite Nutzung des Waldes und wir brauchen standortangepasste Superbäume, ganz viele davon. Und da ist, hier liegt ja genau die Frage, wie muss diese Mischung eigentlich aussehen? Und wir brauchen vor allem trockenheitsresistente einheimische Baumarten, die sich, die für diesen, diese Aufgabe gewachsen sind. Dann brauchen wir den Wald auch sehr dringend als resilienten Waldbewirtschaftungswald, der in dem auch gesetzlich klar geregelt wird, dass die gute fachliche Praxis langfristig gesichert ist. Denn nur wenn wir das schaffen, nur wenn wir das schaffen, dann schaffen wir auch langfristig diesen Klimaschutz, den der Wald uns bieten kann. Ja, wir brauchen einfach klarere Rahmenbedingungen in der Gesetzgebung, auf Bundes- und auf Länderebene. So, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Das ist der Wald als Artenschutz. Und jetzt kommen wir auch zu der richtigen Folie. Vielen Dank dafür. Das ist ein unheimlich reiches Artensystem, der Wald, nicht nur in Deutschland, da haben wir über 40 Baumarten, aber auch international, das wissen Sie alles, ist es der artenreichste Lebensraum überhaupt, mit 50 bis 75% aller Pflanzen- und Tierarten, die dort leben.
Und das müssen wir erhalten, unbedingt auch für die Biodiversität. Wir brauchen einen stabilen Wald dafür in Deutschland und international, der auch Wetterextremen standhält. Und wir haben auch gesehen beim jüngsten Bericht zur Lage der Natur, dass der Buchenwald sich zwar ganz gut stabilisiert, daran zeigt sich einfach auch, dass dieser Wald, wenn er denn standorts heimisch ist, wenn er vielfältig ist, dann sich eher in eine gute Richtung entwickeln kann. Umgekehrt haben wir trotzdem massive Artenschutzprobleme im Wald. Wir haben nach wie vor einen sehr hohen Druck gegenüber Haselhuhn, gegenüber Auerhuhn, gegenüber Birkhuhn etc. Also die ganz typischen Waldarten in den unterschiedlichsten Waldgebieten und sind unter Druck. Ja. Ja, und nicht zuletzt haben wir natürlich auch einfach keine sehr stabilen Wälder, weil die Altersstrukturen nicht unterschiedlich sind. Und das brauchen wir auch stärkere Diversifizierung, um die Risikostreuung in den Wäldern stärker zu ermöglichen. Und genau das brauchen wir auch bei der Wiederbewaldung. Wir brauchen da einfach viel mehr Diversifizierung, wie wir das eben auch in Ihrem Papier gesehen haben. Das zeigt sich ja auch in der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, die ein klares Ziel verfolgt hat, dass bis zu diesem Jahr 2020 5% der Wälder komplett aus der Nutzung genommen werden sollen. Ja. Bisher sind es 2,8%, also wir sind etwa bei der Hälfte, also viel zu wenig. Und auch diese Wälder brauchen wir ganz dringend, um zu sehen, wie sich denn Arten entwickeln unter diesen unglaublich diversen Verhältnissen und auch unter diesen schwierigen Verhältnissen des Klimawandels. Und das brauchen wir sehr dringend. Da muss man die Politik auffordern, endlich zu handeln. Ich möchte zum letzten Punkt kommen und auch zu einer der letzten Folien. Der letzte Punkt, ich habe es schon gesagt, ist, dass wir auch die natürlichen Ressourcen schützen müssen. Für den Wald und im Wald. Der Wald ist beides. Der schützt die Ressourcen und zugleich müssen wir diese Ressourcen schützen. Wir brauchen sauberen Luft, sauren Boden und sauberes Grundwasser, um den Wald schützen zu können. Wir haben schon den Stickstoff angesprochen. Da brauchen wir eine andere Agrarpolitik, gerade auch auf europäischer Ebene, um den Stickstoff viel besser, viel weniger zu emittieren. Jörg Andreas, du hattest es auch schon gesagt, wir brauchen viel stärkere Grenzwerte für den öffentlichen Verkehr. Wir brauchen strengere Gesetze für Pestizide und Düngemittel. Und da ist ein erster Schritt getan mit Farm to Fork vor etwa 10 Tagen. Diesen Rahmen gibt es jetzt, das ist ein großer Schritt, aber der muss gefüllt werden. Und der muss von allen europäischen Ländern gefüllt werden und auch verfolgt werden. Und da haben wir noch einen großen Schritt zu tun. Und ich glaube, da müssen wir alle als Verbraucher und als politische Akteure auf unterschiedlichen Ebenen unseren Beitrag zu leisten. Ich möchte noch einen Blick werfen auf die internationale Waldpolitik, einen ganz schnellen. Dazu noch die letzte Folie, bitte. Auch hier haben wir jetzt gerade in Zeiten Corona gesehen, dass die Waldzerstörung auf internationaler Ebene immens ist. Die ist im Vergleich zum vergangenen März um 150% gestiegen. Gerade in den Amazonasgebieten war das sehr eindrücklich zu sehen. Und da müssen wir einfach sehen, wir haben auch für den internationalen Wald eine enorme Herausforderung und eine enorme Verantwortung. Denn auch das ist unser Klimaschutz. Und noch ein zweiter kleiner Ausblick auf ein Verbraucherthema, nämlich auf die Grillkohle. Da muss man ganz klar sagen, 80% der getesteten Grillkohle, die wir als WWF getestet haben, hat eine falsche Deklarierung. Und das trägt massiv zum Verbrauch von seltenen Arten bei, vom Regenwald bei. Und hier brauchen wir viel mehr Transparenz für den Verbraucher. Wir brauchen auch hier die EU ganz dringend, um eine stärkere Gesetzgebung auch für die Kette des Verbrauchers zu haben. Und wir brauchen eine Rechtsdurchsetzung in den Drittländern und wir brauchen FSC, um diese Zertifizierung zu ermöglichen. Also da haben wir eine Kaskade, die unbedingt durchgesetzt werden muss. Und hier ein dringender Appell
an dich, Martin Häusling, das auch auf europäischer Ebene mit durchzusetzen. Damit bedanke ich mich herzlich bei allen und freue mich auf eine sehr rege Debatte und auch auf deinen Beitrag, Pierre Ibisch, der ja nochmal einen ganz anderen wissenschaftlichen Blick sicher auf die Themen werfen wird. Vielen Dank. Habe ich verstanden, dass ich direkt fortfahre? Oder Martin Häusling ist stumm? Ich würde das jetzt so machen. Dann will ich gern, wir sind ja auch schon ein bisschen fortgeschritten in der Zeit, hier anknüpfen und ganz herzlich danken, Martin Häusling, für diese Initiative, die Veranstaltung heute, die Einladung und Stefan Börnicke danken für die Studie, die ja diese ganz wichtigen Punkte zusammenfasst, die nun auch von den KollegInnen betont wurden. Und vieles ist gesagt worden, noch nicht von allen. Ich werde mich bemühen, nicht zu viele Dinge zu wiederholen, sondern möchte noch ein paar komplementäre Dinge hier erläutern. Und ja, zur Vorstellung nochmal, es ist gesagt worden, bin ich hier in Eberswalde an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung zuständig für Naturschutz und im Center for Reconics and Ecosystem Management bemühen wir uns, von Ökosystemen zu lernen für die nachhaltige Entwicklung, aber auch zu verstehen, wie ein modernes Ökosystemmanagement aussehen sollte. Wir arbeiten durchaus hier vor der Haustür in Brandenburg, auch forschend auf bestimmten Waldflächen, beschäftigen uns mit Fragen des Mikroklimas, der Umwandlung von Wäldern, der Behandlung von Brandflächen. Wir sind aber auch interessiert an internationalen Fragen und haben Projekte weltweit zum Naturschutz und zum Umgang mit Wäldern. Entsprechend ist für mich immer ein wichtiges Datum jedes Jahr seit 2013, wenn die University of Maryland die neuen Daten vorlegt, die dann auch von Global Forest Change kommuniziert werden, wie es dann leider vorangeschritten ist mit dem Verlust von Baumbiomasse weltweit in vielen Untersuchungsgebieten, in denen wir auch tätig sind. Viele rote, bunte Flecken, die auf Probleme hinweisen. Und ja, woran wir uns nun gewöhnt haben, dass auch in Deutschland, in dem Land, in dem wir stolz sind, ein Drittel Waldbedeckung, so vorbildlich mit dem Wald umzugehen, es recht farbig wird auf diesen Satellitenbildern. Das wäre hier so ein beliebig ausgewählter Ausschnitt. Wir sind hier in Bayern bei Passau und sehen dieses bunte Mosaik. Und überall dort, wo eigentlich grüner Wald zu sehen sein sollte, sind rote Flecken zu beobachten, die bedeuten, hier ist massiv Baumbiomasse verloren gegangen. Und in dieser Darstellung, je röter, desto weniger Zeit ist das her, also 2018, 2019. Und so kann man in Deutschland auf diesen Satellitenbildern durch die Lande reisen und wird sehr viele rote Farbtöne sehen. Und ja, von Jahr zu Jahr nimmt eigentlich das Erschrecken zu, nicht nur in Bezug darauf, dass das passiert, sondern tatsächlich das flächige Ausmaß. Jetzt kann man sich fragen, okay, das ist nur ein Satellitenbild. Was steckt wirklich dahinter? Entsprechend ist es wichtig, auf den Flächen sich das anzuschauen, was wir regelmäßig tun, im Grunde mit diesen Satellitenbildern der University of Maryland unterwegs, um das vor Ort zu besichtigen. Und was wir allüberall häufig dann im Bereich dieser roten Flecken sehen, ist die Räumung der Flächen. Das ist angesprochen worden, um jetzt hier nicht nur eines Problems Herr zu werden, Stichwort Borkenkäfer, Absterben von Fichtenforsten, eine Konsequenz letztendlich des Anbaus von Monokulturen, sondern auch um diesen zukünftigen klimaresilienten Superbaumwald vorzubereiten. Wir sind ja hier im Harz, es spielt aber gar keine Rolle im Moment, wo man hinreist. In Deutschland wird das Holz geräumt. Es ist das Bestreben,
sicherlich hier auch noch vor allem das Material zu nutzen, auf den Markt zu bringen, obwohl wir wissen, wie da dramatisch der Preis verfallen ist. Und während das geschieht, wird massiv Schaden angerichtet. In Deutschland hier ein Bild, ich hätte es ja vor einigen Jahren vielleicht in den Karpaten aufgenommen und nicht geglaubt, solche Darstellungen in Deutschland sehen zu müssen. 45 Grad Hang, Kahlschlag über einem Wasserlauf, überhaupt das flächige Ausmaß. Wir haben eben gehört, Forderungen nach Gesetzesänderungen, denen ich mich gerne anschließe. Nur habe ich den Eindruck, dass wir im Moment ein akutes Problem haben, wo ich gar nicht sicher bin, ob nicht auch gegen geltendes Recht verstoßen wird. Sicher lohnt es sich hier, das Umweltrecht, das Naturschutzrecht, das Bodenrecht sich anzuschauen, ob das in Ordnung ist, dass diese Dinge hier in dieser Form gemacht werden. Das ist eine Folge der Förderpolitik und tatsächlich von Gesetzgebung, die oder die Umsetzung der Gesetzgebung, die hier nicht daherkommt. Wir sehen im Umgang mit diesen Kalamitätsflächen Dinge, die ja eigentlich in Deutschland als geächtet galten. Deutschland, hatte ich verstanden, war ein Land, das eigentlich von Kahlschlägen sich verabschiedet hatte. Und das ist im Moment nicht nachvollziehbar. Hier eine Brandfläche in Treuenbrietzen, flächige Befahrung, Bodenbearbeitung, fast vollständige Entfernung der Biomasse. Damit werden diese Flächen zurückgeworfen auf einen sehr rohen Zustand. Und entsprechend muss man sich Sorgen machen, wie hier in Zukunft die Waldentwicklung aussieht. Das flächige Ausmaß in Treuenbrietzen haben wir über 100 Hektar gerade auf dieser Fläche kahl gesehen. Und wenn wir uns jetzt mit Satellitenbildern umschauen, sehen wir ohne weiteres Flächen, die deutlich größer sind als 2 Hektar. 4, 5, 10, hier 13 Hektar in Nordrhein-Westfalen im Bereich einer Talsperre. Ich glaube, es ist sogar Trinkwasserschutzgebiet, wo diese absterbenden Fichtenforste geräumt werden. Sukzessive hier ein Bild aus dem Jahr 2015. Inzwischen sind auch rundherum weitere Flächen kahl geräumt. Mit entsprechenden Konsequenzen für die verbleibenden Wälder, auch für die damit stärker unter Druck geratenen Laubwälder. Wir haben viel mehr Waldrandsituationen inzwischen, starke mikroklimatische Einflüsse. Stefan Börnecke hat richtig darauf hingewiesen, wie groß die Temperaturunterschiede sind, wie stark sich die freien Flächen erhitzen im Offenland, im Agrarland, in den Städten und inzwischen nun auch auf den gerodeten, geräumten Waldflächen. Und entsprechend werden sich ungünstige Effekte weiter in diese Restwälder hineinfressen. Das war ein Bild aus Rheinland-Pfalz nochmal. Hier ein Sprung nach Mecklenburg-Vorpommern. Es ist tatsächlich im Moment fast egal, wo wir hinschauen, obwohl hier jetzt noch nicht akut ansteht, letztendlich das flächige Absterben von Beständen. Aber auch hier geht es offenkundig um die Zukunft der Forstwirtschaft. Man sieht im Hintergrund, dass wir hier Koniferen ohnehin in der Dominanz haben. Und was wird auf diesen Flächen gemacht? Flächig gerodet, gepflügt, also schwere Bodenverwundung. Und dann werden Kiefern gepflanzt. Das ist nämlich auch noch interessant, dass ja gar nicht überall nach Superbäumen gesucht wird, sondern in der Tat immer noch auch teilweise auf die alten Bäume gesetzt wird, die dann als Brotbäume irgendwie alternativlos erscheinen. Hier auch eigentlich dramatisch im Oberbergischen mit den mahnenden, abgestorbenen Fichten im Hintergrund. Ich bleibe genau hier in dieser Region, um zu zeigen und nochmal verstärkend darauf hinzuweisen, was Stefan Börnecke gesagt hat im Bayerischen Wald. Das ist ein berühmtes und gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn man den Wald nur sich selbst sich organisieren lässt nach einer Kalamität. Da kann man dann sagen, gut, ist Nationalpark irgendwie eine Sonderfläche. Wir finden diese Flächen überall, immer dann, wenn tatsächlich Förster an bestimmte Winkel nicht gedacht haben, wo nicht geräumt wurde, wo etwas Totholz liegen geblieben ist. Und das ist hier der Fall, wo wir dann sehen, nach einigen Jahren, nach einem Sturmwurf, stellt sich ein strukturreicher Wald ein mit einer größeren Baumartenvielfalt.
Und eine ganz große Rolle spielt hier das Totholz in der Tat, von dem wir wussten, dass es wichtig war, lange Zeit denkend an die Habitatfunktion. Aber inzwischen erkennen wir eben auch die Bedeutung in diesen langen Trockenperioden, zum Beispiel der Wasserspeicherung. Das ist hier ein Stamm, der 10 Jahre alt vielleicht ist, sich zersetzt langsam am Rand. Das Holz wie ein Schwamm sich vollsaugt mit Wasser und entsprechend völlig klar hier den Speicher darstellt für die schlechten Zeiten, für die aufwachsenden jungen Bäume. Nebenbei auch die beste Waldbrandvorsorge. Häufig wird jetzt davor gewarnt, Totholz im Wald zu belassen. Das wäre gefährlich. Das wird die Waldbrandgefahr erhöhen. Das ist kurzfristig so. Das ist natürlich vor allem so, wenn wir über Reisig reden. Aber Sterbholz, Stämme sind am Ende Schwämme voll mit Wasser, die nur Gutes dann tun auf der Fläche. Viele Beispiele, auch außerhalb von Schutzgebieten, hier einen Blick in einen Wald in Luxemburg nach 30 Jahren auf eine Sturmwurffläche, wo wir erkennen, dass das Potenzial zumindest in den vergangenen Jahrzehnten da gewesen ist, dass Wald sich wieder einstellt. Dieses Potenzial existiert doch. Wir wissen nicht, wie es in 30 Jahren aussieht. Wir können nur ahnen, dass wir dieses auch Regenerationspotenzial schwer schädigen, wenn wir Böden befahren, Leerräumen, die das Mikrobiom zerstören, auf diesen Flächen oder nachhaltig beschädigen, entsprechend ganz schnell ein Umdenken angezeigt. Was mich besorgt macht, ist nicht nur die Waldkrise in Deutschland, sondern tatsächlich auch eigentlich eine Krise des Wissens oder des Umgangs mit Wissen. Wir ertrinken schier in einer Flut von internationalen Publikationen, die jetzt jenseits dieser anekdotischen Beobachtungen, die ich auf deutschen Flächen sammle, Belege dafür darstellen, dass diese Räumungen nicht eine effektive Bekämpfung darstellen des Borkenkäfers, was wir im Nachhinein ja auch erkennen. Die Rolle von Totholz darlegen, die uns sehr in allen Einzelheiten sehr genau erklären, warum es schädlich ist, auf Böden zu fahren, die Bodenverdichtung, die Veränderung des Standortpotenzials und so weiter und so fort. Es gibt Millionen inzwischen von wissenschaftlichen Publikationen, die wir lesen müssten und auch könnten. Und wenn es nur die wichtigsten 1000 wären, und wir würden alles anders machen müssen, als es im Moment geschieht. Also die Frage, was ist los? Haben wir ein Problem mit dem Wissenstransfer? Das bereits angesprochene Gutachten oder die Stellungnahme des Wissenschaftlichen Beirats des Landwirtschaftsministeriums, das hat in den Empfehlungen unter anderem aufgenommen, das Thema Forschung, dass also eine inter- und transdisziplinäre Forschung zu intensivieren sei und der Wissens- und Technologietransfer zu stärken sei. Mir stellt sich eher die Frage, ob wir das Wissen, das wir schon haben, überhaupt effektiv nutzen, angemessen nutzen. Auch dieser Beirat muss sich vorwerfen lassen, in seiner Stellungnahme ganze Wissensbereiche auszublenden, relevante Studien nicht zu zitieren. Und entsprechend die Frage, wie wir da eine Änderung hinbekommen. Mein Vorschlag, den ich auch gerichtet habe an die Ministerin Klöckner, im Grunde ein nationales Gutachten, ein wissenschaftliches Gutachten zum Wald, zur Lage des Waldes und vor allem zur Situation des Wissens zu erstellen und zu dokumentieren, wo haben wir denn Konsens, wo gibt es Dissens, warum würde es sich verbieten, bestimmte Maßnahmen definitiv auf dem Stand des Wissens so nicht umzusetzen. Ihre Antwort darauf war, dass man prüft, ob das jetzt einen Mehrwert erbringen könnte. Und allemal wäre es ja so, dass man im Rahmen der Waldstrategie 2050 langfristig und evidenzbasiert vorgehen werde. Und hier habe ich ernste Zweifel, wenn ich mich bewege draußen im Land und sehe hier kurzfristigen Handlungsbedarf, definitiv nicht noch jetzt sehr viel mehr Forschung, die wir auch gern erbringen und versuchen, unsere Positionen zu untermauern. Aber wir müssen sehr kurzfristig das existierende Wissen nutzen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin jetzt zu hören.
an unsere beiden Professoren. Vielen, vielen herzlichen Dank auch nochmal für die wichtigen Punkte, die mit eingebracht wurden in die Diskussion. Die Antwort der Ministerin, muss ich sagen, erinnert mich jetzt wieder stark daran, 2050 ist sehr beliebt. Das alles bis dahin vertagen. Ich glaube, ich bin wieder doppelt zu hören. Okay, ich würde jetzt sagen, wir haben nur noch wenig Zeit, um noch ein paar Fragen unserer Mithörer und Gucker dann auch zu beantworten. Ich würde gerne an Boris weitergeben, was jetzt an Fragen oder vielleicht wird sich jemand zuschalten. Da ist bitte Boris. Ja, vielen Dank, Martin. Zunächst mal bitte ich um Entschuldigung, dass wir hier technische Probleme haben. Ich darf Ihnen versichern, dass wir es ausgiebigst vorher alles getestet haben. Aber vor Überraschungen sind wir alle nicht gefeit. Kann jedem empfehlen, Tests auch in Zukunft ausgiebig zu machen. Darf meinem Kollegen Felix Arnold in Berlin sehr herzlich danken, der im Hintergrund hier mit mir zusammen versucht, das auf die Reihe zu bekommen. Wir werden, soweit uns die PDFs auch der Referentinnen zur Verfügung gestellt werden, diese auf Martins Homepage auch veröffentlichen. Die von Herrn Börnecke ist bereits zugesagt. Die Studie ist dort ebenfalls verfügbar und auch der Link zu dem eindrucksvollen Video aus dem Spessart von dem Mountainbiker ist dort zu finden. Fragen sind eine ganze Reihe eingegangen. Darf erst Ihnen auf dem Podium sehr viele Komplimente überbringen. Ich habe sie jetzt nicht durchgezählt, aber sehr viele persönliche Komplimente an Herrn Krüger, Herrn Ibisch und auch Frau Dr. Pretzel und Herrn Börnecke für den Input. Fragen beziehen sich, Ralf U. hat gefragt, Buchenwälder sind meines Erachtens gefährdet, weil man dort eingreift. Gesunde Buchenverbände werden gestört und geschwächt, indem man einzelne Buchen oder auch Baumgruppen entnimmt. Dadurch wird ein kompletter Verband und auch dann der Wald geschwächt und gestört. Sollte man nicht versuchen, Buchenwälder für mehrere Jahre in Ruhe zu lassen? Ich gebe Ihnen diese Fragen aufs Podium und dann können Sie gleich mal schauen. Wir bündeln ein paar Fragen, wer da was übernimmt. Ebenfalls in den Bereich Buchen hinein gefragt, Manfred C., warum sterben einzelne Buchen mitten im sonst für Laien gesunden Wald? Kommt hier öfter vor. Ich darf für Manfred C., der mir jetzt nicht gesagt hat, wo das hier ist, sagen, dass das bei uns in Nordhessen auch der Fall ist. Dann haben wir Fragen zu den Stickstoffeinträgen, sehr spezielle Fragen, auch sehr weitreichende Fragen. Da müssen wir gucken, ob wir das hier vertiefen können. Ulrike S. fragt, wie wirkt sich in Verbindung mit der geschilderten Stickstoffproblematik die Düngung in Anführungszeichen der Wälder durch mehr CO2 in der Atmosphäre aus? Das müsste man mal schauen, wie das bei Ihnen beantwortet werden kann. Doretta N. hätte einen Vorschlag. Wäre es nicht vielleicht eine Möglichkeit, einfach Nutzhanf als sozusagen Zwischenfrucht auf Autobahnstreifen oder und in eutrophierten Waldbereichen einzusehen? Schließlich ist Hanf eine heimische Pflanze und sie ist stickstoffliebend. Dann hätte ich noch eine Frage zum Eichenprozessionsspinner von Johann M. Und dann würde ich es dabei dann auch bewenden lassen, drei Fragen aufs Podium zu geben. Vielleicht schon einmal eine Frage zu den Perspektiven. Zurzeit bereitet sich der Eichenprozessionsspinner stark aus. Andererseits sollen Eichen im Waldumbau verstärkt eingesetzt werden. Wird man das Eichenprozessionsspinner-Problem in den Griff bekommen oder muss man die Eiche vielleicht jetzt auch schon abschreiben? Drei Fragen, Eichenprozessionsspinner, Stickstoff und eutrophierte Wälder sowie die Buchenbestände. Martin, wie möchtet ihr das aufteilen? Ich kann vielleicht gleich was sagen zur Stickstoffproblematik, weil es wird ja mehrmals im Zusammenhang auch mit Landwirtschaft angesprochen. Landwirtschaft hat auf jeden Hektar einen Überschuss von 50 Kilogramm Stickstoff. Das heißt, das, was gedüngt wird oder an mineralischen Dünger, als auch das, was an Stickstoff in die Luft kommt durch die Ausbringung von organischen Düngern, das landet oftmals im Wald. Also wir müssen insgesamt diese Stickstofffracht, die wir auf die Äcker bringen, aber die dann irgendwann auch in den Wäldern ankommen, das müssen wir reduzieren. Und es ist ja schon angesprochen worden, die Biodiversitätsstrategie der Europäischen Union hat das auch im Blick und sagt, wir wollen und müssen
die Stickstoffeinträge verringern um 20%. Ich finde das gut. Ich hoffe nur, dass diese hehren Absichten kommen, kann dann auch in reale Politik, zum Beispiel in der anderen BAP, umsetzen. Ich würde jetzt einfach an Stefan weitergeben, mit den Buchen die Frage. Einzelne Buchen sterben ab. Dazu hat ja Frau Langer auch was gesagt. Ja, ich hatte das im Wesentlichen, hatte ich das ja vorhin schon beantwortet. Also es gibt dabei zwei Probleme. Das eine Problem ist eben, dass es eben diese neuen oder für Buchen neuen Pilzprobleme gibt, die allerdings erst dann relevant werden, wenn die Bäume vorgeschädigt sind. Die Vorschädigung passiert, wie dargestellt, eben darüber, dass durch die Eutrophierung letztendlich Bäume anfälliger werden und damit ein Tor geöffnet wird, um halt anderen Schaderregern ein leichtes Spiel zu geben. Also es letztendlich dazu führt, dass Buchen absterben können. Und das Zweite ist, dass eben durch den, ja, ich sehe, Herr Ibisch möchte dazu auch was sagen, das finde ich ganz toll, weil ich wenn das einmal aufgerissen worden ist, wenn also die quasi mehr Waldrand existiert als vorher, dann haben wir eben ein Problem, das man in seiner simpelsten Form noch als Sonnenbrand bezeichnen kann, dass Buchen eben plötzlich in sich in einem Klima wiederfinden, das sie vorher gar nicht so kannten, weil sie im dichten Bestand aufgewachsen sind. Ja, eigentlich. Wenn ich direkt einhaken darf und das tatsächlich rückverstärken. Es gibt ein gewisses waldbauliches Paradigma im Moment, was als sehr kritisch zu sehen ist, dass im Grunde versucht wird, die Wälder aufzulichten, vermeintlich unter anderem, um einzelnen Bäumen mehr Wasser zu geben und mehr Ressourcen. Und das ist in der Tat etwas, was vor allem im Buchenwald dazu neigt, einfach sich zu schließen, dunkle, kühle, feuchte Bedingungen herzustellen, ein grundfalscher Ansatz. Das ist über viele Jahre auch gut gegangen auf Flächen, hat sogar vielleicht dazu beigetragen, dass einzelne Buchen besser gewachsen sind. Problem tritt dann ein, wenn wir diese extremen Jahre haben, mit diesen Extremtemperaturen, wie wir sie jetzt erlebt haben, im letzten Jahr, im vorletzten Jahr, dann auch noch in dieser Kombination. Und wir sehen da relativ deutlich, dass die stark aufgelichteten Buchenbestände in die Waldrandsituation die Orte sind, wo ganz klar jetzt die Buchen schneller absterben, während eben in alten, biomassereichen Beständen das nicht passiert. Die Buchenwälder, gerade die naturnäheren alten, sind extrem selten inzwischen in Deutschland. Und ich denke, wir müssen eigentlich sehr schnell uns verständigen, auch jenseits von Gesetzesänderungen, auf ein Moratorium in diesen Wäldern, darf im Moment nicht eingeschlagen werden. Es ist überall zu beobachten, auch just sicherlich vor dem Hintergrund, dass Überlegungen da sind, ehe uns die Buchen absterben, lieber schnell noch rein und das Holz mitnehmen. Es hat solche Anordnungen gegeben, auch in bestimmten Landesbetrieben. Und entsprechend groß ist hier der Handlungsbedarf. Ja, vielen Dank, Herr Krüger, Sie wollten sich noch äußern. Ich kann das übrigens mit den Buchen, es werden Buchen eingeschlagen, weil an der Fichte gar nichts mehr zu verdienen ist, sondern legt mal drauf, also wird Buche eingeschlagen. Das ist tatsächlich im Moment ein Problem. Aber Herr Krüger, bitte. Genau, und da würde ich gerne einhaken. Ich hatte es ja vorhin in meinen Ausführungen auch schon gesagt. Am Ende geht es ja um die Frage, was sind die Nutzungsaspekte und die Erwerbsmodelle, die da momentan noch dranhängen an den Wäldern. Und wir haben neben den öffentlichen Wäldern, wo wir immer sagen können, das ist ein Landesbetrieb und der macht dann das am Ende, was der Steuerzahler auch finanziert, haben wir eben auch einen großen Anteil von Privatwald, auch von mittelgroßen und vor allem kleinen Privatwald, wo das eine Art Sparbuch war. Nun sind die Waldbesitzer zum Teil vor der Situation, dass das Sparbuch quasi eher eine Investitionsruine geworden ist. Und wir müssen uns als Gesellschaft schon überlegen, was sind denn unsere Angebote, die wir da machen können. Und wenn wir sagen, wir wollen Buchenwälder aus guten ökologischen Gründen in Ruhe lassen, dann müssen wir überlegen, kriegen wir eventuell hin einen Finanzierungsmechanismus, wo wir diese Wälder dann für ihre Ökosystemdienstleistungen finanzieren. Das ist momentan viel in der Diskussion. Da gibt es in der Politik natürlich eine gewisse Scheu, dass wir jetzt nicht in der Waldwirtschaft uns ein ähnlichen ruinöses System wie in der Landwirtschaft ans Bein binden mit der ersten und zweiten Säule. Wir haben gelernt, wie schnell das dann schiefgehen kann. Von daher
wäre sowas ganz, ganz, ganz eng zu führen an hohen ökologischen Standards, dass man sagt, wir machen das, um die und die ökologischen Werte zu bezahlen, die dann da auf diesen Flächen produziert werden. Weil ansonsten droht das, was jetzt schon zweimal angeklungen ist, dass jetzt Geld gebraucht wird in den Familien, in den Einzelbetrieben und dann werden halt die Buchen und die alten Eichen genommen. Und wo ich Eiche sage, würde ich gerne auch kurz auf die Frage zum Eichenprozessionsspinner eingehen. Ich sage ganz klar, nee, also die Eiche jetzt schon abschreiben brauchen wir absolut nicht. Der Eichenprozessionsspinner führt in der Regel nicht zum Sterben der Eiche, das ist der Punkt 1. Und ist vor allem ein Problem der menschlichen Gesundheit durch die Haare dieser Raupen. Also es ist eher die Frage von Eichen in Parks und in Kindergärten, Nähe und Schulgärten und solchen Sachen. Und ein zweiter Aspekt, den hatte ich kurz angesprochen, das ist die Frage des Landschaftswasserhaushalts. Eichen stehen heute oft auch auf Standorten, die nicht typisch Eiche sind. Die ehemalige Harthalsaue ist uns weitgehend verloren gegangen. In dem Moment, wo wir Landschaftswasserhaushalt wieder versuchen zu etablieren und dieses Paradigma von 150 Jahren, wir wollen Wasser immer aus der Landschaft ganz schnell wieder raus haben. Wenn wir das anfangen zurückzudrehen, wird sich die Vitalität der Eiche im Bestand auch nochmal deutlich erhöhen und verändern können. Und macht sie dann auch wieder noch besser im Umgang mit dem Eichenprozessionsspinner. Ja, Frau Pretzel, wollte ich auch was sagen, bitte. Ja, noch in Ergänzung zu dem, was die Herren schon gesagt haben, möchte ich einfach darauf hinweisen, dass das Konjunkturpaket ja enorme Möglichkeiten bieten könnte, genau diese Fragen umzusetzen, dass eben die alten Wälder und beziehungsweise die Waldfunktionen des Waldes, die ja schon genannt wurden, Klimasenke, Artenvielfalt, auch Erholung am Ende ist eine wichtige Waldfunktion, das haben wir auch in Zeiten von Corona gesehen, dass diese Funktionen eben nochmal ganz andere Schwerpunkte erlangen und eben förderfähig werden, gerade für den Klein- und Kleinstprivatwald. Und ich glaube, da liegt die Frage, wie kann man das ausgestalten und wie kann man das in Politik umsetzen. Das ist eine Riesenchance. Es ist eine Riesenchance, gerade für die beiden Themen Klimasenke und Artenvielfalt. Die sollten wir nutzen, ganz dringend. Wir haben genau dieses Paket jetzt vor der Brust. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch was ergänzen, von wegen, wir wollen jetzt nicht die Agrarpolitik auf die Forstwirtschaft übertragen und auf jeden Hektar was zahlen, das nicht. Aber wir hätten auch eine Möglichkeit im Rahmen der jetzigen Politik in der zweiten Säule zum Beispiel die FFH-Gebiete, deren Monitoring und deren Erhalt zu fördern. Dafür steht leider viel, viel zu wenig Geld bereit. Das wäre machbar und wir bemühen uns immer darum, dass diese Mittel nicht vergessen werden. FFH-Gebiete ausweisen ist eins, deren Monitoring und Erhalt ist ein zweites, was in Deutschland leider an vielen Stellen nicht passiert, weil wir noch nicht mal alle Flächen ausgewiesen haben. Aber ich weiß nicht, Herr Ibisch, wollten Sie noch was sagen? Wenn wir noch Zeit haben, just eingehend auf das Thema Nutzungsmodelle, in der Tat auch, welche Produkte wir aus welchen Arten von Wäldern gewinnen. Da wissen wir, Jörg Andreas, dass aus den Laubwäldern natürlich ein hoher Prozentsatz in die energetische Nutzung geht. Und das ist auch etwas, was stark zu hinterfragen ist, wo wir auch ein bisschen mehr Komplexität brauchen in der Debatte von Klimaschutz, weil da jetzt sehr stark verbreitet wird, dass eigentlich nur eine intensive Nutzung von Wald einen Beitrag zum Klimaschutz darstellt. Das ist nicht richtig. Da gibt es entsprechend viele Studien, die das Gegenteil belegen. Ganz klar jetzt auch auf diesen Kahlflächen zu besichtigen. Das Holz ist einfach entfernt, wird jetzt im Moment überhaupt nicht in langlebige Produktspeicher überführt werden können und wird in großen Mengen energetisch genutzt werden oder in kurzlebigen Produkten landen, während Stämme, die auf der Fläche verblieben, eben über Jahrzehnte sich dort zersetzen würden und gleichzeitig Wasser hielten und die Erneuerung ermöglichten. Wir müssen jetzt davon ausgehen, dass auf vielen Kahlflächen über Jahre und Jahrzehnte vielleicht nicht nennenswert wieder Kohlenstoff festgelegt wird. Also das ist nochmal ein anderes Fass, was ich hier nicht zu groß aufmachen will, aber weil da zu leicht auch immer über Ökosystemleistung aller Art gesprochen wird. In der Tat, denke ich, ist es einfach relevant zu diskutieren, einen anständigen Anteil der Fördersummen zu verwenden, im Moment zur Kompensation von Nutzungs- und Räumungsverzicht. Vielen Dank. Ich wollte noch mal fragen an die Moderation, wie lange können wir denn überziehen und das nur rausgeworfen werden? Also ich sage mal, die Zahl unserer Teilnehmer im Webinar ist bisweilen stabil. Wenn sie stark abnimmt, würde ich den Hinweis geben. Wir haben jetzt 11:55. Ich denke, wir könnten noch eine Fragerunde anschließen, aber es hängt auch an Ihnen, was der Mittagstisch sagt. 11:55 ist genug.
Ich glaube, eine Runde machen wir dann noch, weil ich glaube, es sind noch zahlreiche Fragen da. Vielleicht, Boris, nochmal die noch weitere Fragen, die im Raum stehen zu der Frage Nutzhanf. Das ist vielleicht nochmal ein extras Thema, wie wir damit umgehen. Aber eine Frage sehe ich noch zum Thema Wild. Brauchen wir, das würde ich auch ganz gerne fragen, brauchen wir nicht nur Appelle an die Jäger, schießt doch mehr, sondern brauchen wir tatsächlich eine Änderung des Jagdrechts? Ich habe vorhin die Schweiz genannt, da gibt es noch zwei Kantone, wo die Kantone sozusagen die Jagd selber in Eigenregie machen und nicht jetzt an Privatjäger abgeben. Auch das wäre vielleicht ein Modell, was wir in manchen Regionen diskutieren müssten. Boris, wenn du noch ein oder zwei Fragen noch einspeist, dann machen wir die Runde. Ja, ich würde, also es sind wirklich sehr, sehr viele Fragen eingegangen und wir gucken mal, wie wir damit umgehen. Ich würde jetzt noch mal so drei, vier Fragen beispielhaft nennen. Hier ist zum Beispiel die Frage von Marco H. Wälder sind sicher nicht zu ersetzen, aber welche Rolle können Bäume in Städten und Siedlungen spielen? Der Stadtbaum als Fragegegenstand. Gudrun H. fragt, wie können wir Grüne vor Ort Einfluss nehmen auf die Art und Weise der sinnlosen Anpflanzungen von Bäumen, um die sich keiner mehr kümmert, im Rahmen der Umsetzung der Ökopunkte? Ausgleichsflächen für Versiedlungen andererorts, also als Teil der Ökopunktepolitik. Dann habe ich Manfred A. Wie kann man dem Kernargument der Forstwirtschaft, wenn wir in Deutschland Wirtschaftswald aus der Nutzung nehmen, woher soll denn dann das Holz kommen, begegnen? Also wie kann man diesem Argument begegnen? Und eine Frage, die sicherlich Martin beantworten möchte, das war die Frage nach den, jetzt habe ich es mir extra hier beiseite gelegt und ich bin, Entschuldigung, es sind tatsächlich sehr, sehr viele Fragen hier. Hier ist sie. Von Sebastian S. Wald als Ökosystemdienstleister vor Holzkaskadennutzung, selektive Holznutznahme, keine Windkraft im Wald. Auch eine andere hatte eine Frage gestellt zu den Trassen, die für Windkraft gebaut wird. Also das leidige Thema Windkraft im Wald. Vielleicht kann man das noch mit in die Runde aufnehmen. Und dann würde ich diese Fragerunde auch an Sie wieder übergeben. Dann würde ich sagen, machen wir noch einmal eine Abschlussrunde. Vielleicht fangen wir so an wie beim letzten Mal, Stefan, und dann mache ich sozusagen, binde das dann ab. Stefan, fang an. Ja, ich würde auf eine Frage ganz kurz antworten wollen, nämlich auf die Frage nach dem Wild im Wald. Ich selbst weiß gar nicht, ob das jetzt mit dem Jagdrecht unbedingt immer zu erklären ist. Ich denke, es hat sich in unserer Gesellschaft über viele Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, eben eine Anschauung zur Jagd entwickelt, die eben fern von den Bedürfnissen der Bevölkerung insgesamt ist, sondern letztendlich nur individuellste Interessen halt abdeckt. Und letztendlich muss man nur auf das Erscheinungsjahr des heute noch gültigen Jagdrechts, nämlich die 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, zu sprechen kommen. Und man wird dann sehr, sehr schnell entdecken, worum es dabei geht. Und diese, ich nenne das jetzt mal bewusst, Kaste von Menschen, die sich halt im Wald tummeln, um ja, ihrem Hobby nachzugehen, macht dieses Hobby, benutzt dieses Hobby eigentlich auf dem Rücken der Gesamtgesellschaft. Ob wir das verändern? Großes Fragezeichen. Danke. Herr Krüger. Genau. Da steige ich dann gleich noch mit ein, also gerade beim Thema Jagd. Klar, das Jagdgesetz kommt aus den 30er Jahren. Wir haben nur im Unterschied zu vielen anderen europäischen Ländern tatsächlich ein Jagdgesetz traditionell, wo das Jagdrecht als Nutzungsrecht ans Grundeigentum gebunden ist. Das macht das, das ist also der Vergleich im europäischen Maßstab, macht es da unheimlich schwer. Von daher plädieren wir sehr, sehr stark dafür als NABU, dass wir sagen, wir brauchen einen Rahmen durch das Bundesjagd- oder durch die Landesjagdgesetze, wo klar gesagt wird, mein lieber Waldbesitzer, mein lieber Grundeigentümer, die Jagd, die du auf deinen Flächen zulässt oder ausüben lässt, muss so sein, dass eben das Ökosystem so und so aus, genauso wie momentan ja schon eine Zielverpflichtung da im Jagdgesetz oder im Jagdrecht drin ist, zur Vermeidung landwirtschaftlicher Schäden.
Ich bin so ein bisschen unglücklich, wenn man es jetzt zuspitzt in so einem Sinne, na, das ist eine Kaste von Leuten und die machen da nur Hobby. Das gibt diese Beispiele, definitiv, die kennen wir auch alle, ganz, ganz schrecklich, trophäenjagdorientiert mit Fütterung und. Es gibt aber auch ganz, ganz, ganz viele andere. Und da muss man dann auch ein bisschen, Pierre, du hattest es eben gesagt, Komplexität zulassen. Das ist nicht alles immer so einfach. Also ich selber mache auch Wildtiermanagement, durchaus eben in dem Sinne, dass ich sage, Wildbestandsreduktion, um Wiederbewaldung zu erleichtern. Da geht es eben darum, dass zwar beispielsweise der Nachbar noch füttert, während man selber irgendwie ganz viel versucht zu machen. Dann geht es darum, das ist gerade eine aktuelle Diskussion, durch die fehlende Nachfrage nach der Gastronomie sind die Wildfleischpreise vollkommen im Keller. Die Leute werden das, was sie schießen, gar nicht mehr los, müssen es zum Teil schon in die Tierkörperverwertung bringen. Das bedeutet, viele schießen momentan gar nicht, weil sie sagen, das ist unethisch, ein Tier zu schießen, das ich dann quasi auf den Müll werfe. Da auch der Appell an alle die, die hier zuhören und noch Fleisch essen, kaufen sie halt kein Rindfleisch, kaufen sie kein Schweinefleisch, kaufen sie Wildfleisch. Also solche Sachen. Also die Komplexität ist schon ein bisschen höher und dieses sehr einfache, das sind alles die Großkopfotten und die Zahnärzte, die da einfach ihrem Hobby nachgehen wollen, dem ist da nach meiner Sicht nicht so. Dann ist nochmal angesprochen worden, die Frage von Windkraft im Wald, das ist natürlich auch ein Punkt, klar, das ist, wenn man sich überlegt, flächige Befahrung des Waldbodens ist etwas, wo wir immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sind und sagen, das geht einfach nicht, weil der Waldboden so wichtig ist. Das geht bis hin dazu, dass die Harvester nachher dann irgendwie auf so Raupen oder besonderen Druckluftreifen arbeiten und dann hauen wir da eine Trasse rein, wo irgendwie Schwerlast-LKWs die Windanlagen in den Wald reinbringen können. Das ist ein irrsinniger Eingriff und darum ist Windkraft im Wald immer nur die zweitschlechteste oder die drittbeste oder zweitschlechteste Lösung. So muss man es wohl sagen. Bedeutet aber eben auch, dass wir eben unseren Aufbau der erneuerbaren Energien, das müssen wir uns angucken. Gerade in den waldreichen Bundesländern, wo die Flächenverfügbarkeiten dann noch sind. Und dieser Aspekt mit, woher soll denn dann das Holz kommen? Woher soll die Ressource kommen? Das hatte ich ja in meinem Beitrag auch versucht zu benennen. Das ist nicht einfach. Wir sind heute schon Nettoimporteur für viele Teilaspekte von forstlicher Biomasse. Das ist viel Zellstoff, den wir, also unser Toilettenpapier, unsere Tempotaschentücher, die dann eben aus den Wäldern Skandinaviens, Russlands oder Südostasiens kommen. Diana hatte es angesprochen bei der Holzkohle, die vielfach aus Südamerika oder aus Afrika kommt. Wir verbrauchen einfach deutlich und definitiv zu viel. Und das, was wir dann mit dem eigenen Holz machen, nämlich das, was Pierre Ibisch gesagt hat, mit dem Laubholz, 50% der Buche, die wir einschlagen, geht direkt in die energetische Nutzung. Das ist nicht klug und wir Verbände fordern alle seit vielen, vielen Jahren, wir müssen auch für Laubholz eine Verwendung im Konstruktionsbereich kriegen. Momentan ist ja so, dass wir Bauholz nur aus Nadelholz machen. Das ist schön einfach, weil diese Stämme quasi so knausgerade wachsen. Bei Laubholz, wo diese Windung und Wendung in den Bäumen eher mit drin ist, muss man dann in Leimbindertechnologien gehen. Das stockt zum Teil. Da gibt es dann auch wieder Zulassungshemmnisse für den Einsatz von Leimbinderträgern bei der Ausbau, beim Innenausbau und. Also wir haben da einfach viele, viele Dinge schleifen lassen, weil es immer so hübsch bequem war zu sagen, naja Gott, fürs Bauen nehmen wir Douglasie, Fichte, Tanne und wenn wir sie selber nicht mehr haben, holen wir uns aus dem Ausland was. Also wir stehen da vor großen, großen Hausaufgaben und hier muss auch die Politik endlich zulegen. Weil gerade sowas wie die Verwendung von Laubholz im Baubereich, darüber reden wir jetzt seit 10 Jahren ungefähr und da passiert nicht viel. Also von daher, ja, das kurz von meiner Seite. Ja, Frau Pritzel, Sie sind dran. Ja, sehr gerne. Ich will das einfach noch ergänzen. Es sind noch 2, 3 Punkte offen, die ich gerne ansprechen möchte. Das eine ist die Frage der Ökopunkte, die noch genannt worden war, und die sinnlose Anpflanzung. Tatsächlich ist das ein relativ komplexes Prozess und System. Grundsätzlich sind diese Ökopunkte toll. Man muss sie einfach sehr, sehr stark clustern und muss wirklich große Projekte daraus machen. Dann kann das auch wirklich sinnvoll und sinnhaft sein. Die Bundesländer sind da an sehr unterschiedlichen Standorten. Ich weiß nicht, wo sie herkommen, um das wirklich gut beantworten zu können. Aber es macht nur Sinn, wenn erstens diese große Projekte daraus entstehen und zweitens ist auch noch die Frage, ein großer Punkt ist auch noch gerade beim Thema Streuobst etc., was Sie vielleicht auch ansprechen, das weiß ich nicht genau, habe ich aber so ein bisschen gehört, dass die Pflege beispielsweise ja nicht gefördert werden kann. Und das ist natürlich sehr sinnlos, wenn man einerseits sehr alte, sehr, sehr artenreiche Streuobstgebiete, Streuobststandorte nicht pflegt und dann wieder woanders junge Bäume pflanzt. Das ist gut, aber man darf das eine nicht tun, ohne das andere zu lassen. Ja?
ist noch ein Punkt, der nicht angesprochen wurde. Ein zweiter Punkt, der nicht angesprochen wurde, war die Frage von Wäldern in Siedlungen. Habe ich zumindest noch wahrgenommen als einen Punkt, der den Zuhörern wichtig war. Ja, insgesamt müssen wir natürlich überlegen, wie wir auch gerade in Zeiten des Klimawandels nochmal Siedlungen ganz anders entwickeln und auch das Innenklima von Siedlungen dafür halt ganz verschiedene Formen der Begrünung nutzen. Da müssen auch Bäume eine Rolle spielen. Auch da braucht es nochmal stark Forschung und auch Entwicklung in Siedlungen. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Themenkomplex, als den wir jetzt heute besprochen haben. Ja, ich glaube, einig dazu ist, dass Bäume in jeglicher Form, egal ob im Wald, und da brauchen wir sie noch viel mehr, einfach als Kohlenstoffsenke, aber auch in den Siedlungen für die Kühlung. In beiden Funktionen sind Bäume hochrelevant und sinnvoll und wichtig. Ich glaube, diese Antworten sind noch nicht gegeben. Die anderen Antworten sind, glaube ich, weitgehend schon gegeben und wir teilen da die Meinung, die schon genannt wurde. Ja, dann vielen Dank. Herr Ibisch, es liegt an Ihnen, abzubinden. Ja, dann mache ich das ganz kurz und eigentlich direkt anknüpfend an das, was gesagt wurde jetzt zu den Bäumen in der Stadt und auch eingehend auf Ihre Forderung, Herr Häusling, Stefan Börnicke, dass wir Bäume pflanzen müssen, definitiv und eben nicht im Wald, sondern im Offenland. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Problematik, die macht das alles nicht leichter, aber wir müssen auf Landschaftsebene ökosystemar denken. Und ein Problem in Deutschland, das spiegelt sich auch in der Gesetzgebung wider, ist, dass wir die Teilökosysteme separat in verschiedenen Silos behandeln. Forst und Landwirtschaft und Wasser und alle Ökosysteme haben ihre eigenen Institutionen. Wir müssen das aber zusammen denken und müssen vor allem jetzt im Klimawandel schauen, was können wir tun, um in der Anpassung dem Klimawandel, der über uns rollt, etwas entgegenzusetzen. Kühlung ist da die wichtigste Aufgabe erstmal. Das kauft uns Zeit und die kriegen wir in der Landschaft hin nur mit mehr Biomasse, mit mehr Bäumen und die würden dann ja auch vielfältige Zusatznutzen erfüllen. Also Hecken, Korridore, Gehölze, alles zurück in die Landschaft, alles, was ausgeräumt worden ist und das wird auch dem Wald helfen und tut den Menschen in den Städten gut. Ja, dann vielen, vielen Dank. Ich möchte einige Fragen nicht ausweichen. Zum Thema Holz und Heizung. Da muss ich ganz klar sagen, wir müssen nachwachsende Rohstoffe auch anders bewerten. Wir bewerten sie ja jetzt in unseren Bilanzen immer als Einsparung von CO2. Das ist nicht immer so und das müssen wir auch dann entsprechend berücksichtigen. Aber ich würde auch sagen, wir müssen das Thema, was wir an Papierholz verwenden, auch kritisch hinterfragen. Also eine Menge dieses Holzes, was jetzt nicht beheizt wird, geht ja in die Papierproduktion. Auch da müssen wir fragen, ob das sinnvoll ist. Ein Satz noch zu, man hört mich jetzt gar nicht mehr drauf, mit so einem Nachhalt. Da will ich nicht zu lang machen. Nur Windkraft, ja, es ist ein heißes Thema, müssen wir sehr sensibel diskutieren. Wir haben halt in Hessen 40% Wälder und da müssen wir auch Standorte in den Wäldern nutzen. Ja, da ich jetzt doppelt schwierig, aber ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei allen bedanken, die hier teilgenommen haben, auch bei denen, die zugehört haben, für das große Interesse, was uns entgegengebracht wurde. Ich darf mich ganz herzlich bei Stefan Börnicke bedanken für die Studie. Sie können sie auf meiner Seite runterladen. Wir verschicken sie auch gerne, wenn Sie die bei unserem Büro bestellen. Die haben wir nämlich auch in gedruckter Version. Und ich darf Ihnen allen, die an unserem Webinar teilgenommen haben, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Wir in Hessen haben auch Feiertag. Das spielt jetzt keine Rolle. Und ich darf, wie gesagt, Ihnen einen schönen Tag wünschen. Und ich hoffe, wir bleiben am Thema dran. Ich kann es Ihnen versprechen. Auf europäischer Ebene reden wir über die Waldstrategie und die Forststrategie. Und deshalb sind wir auch in Europa an dem Thema, auch wenn es um die Verteilung verbindet. Vielen Dank an alle. Und wir hören uns bald wieder an. Danke. Danke. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke. Schönen Feiertag, wer hat.